Huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Ich hoffe, ich bin gut zu hören da draußen. Schreibt mal kurz in den Chat rein, ob das so in Ordnung ist und so. Also falls ihr irgendwelche Tonprobleme habt oder so, bitte sofort melden. Und wir spielen heute Pen and Paper Rollenspiel und zwar spielen wir Chroniken der Engel, ein deutsches Indie-System und heute mit dabei ganz illustre Gestalten. Ich habe mir sagen lassen, ich sehe es jetzt hier gerade nicht vor meinen Augen, aber wenn ich jetzt gleich hier die Bilder alle wegmache, sind alle an Plätzen, wo sie nicht sein sollten, weil Yamera kurz vorher, bevor wir hier live gegangen sind, aus dem Internet rausgeflogen ist und wieder zurückgekommen ist, Gott sei Dank. Aber wir schauen mal. Doch, es stimmt alles. Glück gehabt. Aber jetzt konnte ich meine nach und nach Aufdeckung gar nicht so richtig machen. Deswegen stelle ich sie einfach mal so vor. Fangen wir doch mal an bei der guten Yamera. Die spielt Liberiel, ein Engel des Ramiel. Wunderschönen guten Abend. Hallihallo. Genau. Und darunter seht ihr den D-Rex. Der spielt auch heute Daniel, den Todesengel der Gabrieliten. Hallo. Und daneben ist Feder, die spielt die Engelsführanführerin, die Michaelitin Cetariel. Guten Abend zusammen, wir sind hier, um Seelen zu prüfen. Oh, verdammt, das wusste ich nicht. Mist. Okay, Hotney spielt auch mit, der macht nämlich irgendwie was auf, was habe ich hier im Chat gelesen, auf Botanik und spielt deswegen ein Engel des Uriel. Und, ja, das stimmt, das passt sehr gut. Hallo. Der heißt Inariel, genau. Und last but not least, Lokis Vibe mit dem Elefanten, der kurz vor der Aufnahme noch vor der Gitarre gerettet wurde. Retten ist das gute Stichwort, denn Lyriel ist ein Engel des Raphael und die retten Leben normalerweise. Guten Abend. Ja. Falls ihr noch nicht genau wisst, worum es bei Engel geht, was es für ein Setting ist, dann habt ihr die ganzen letzten Folgen alle nicht gesehen und dann empfehle ich euch stärkstens, das nachzuholen. Ganz grob ist es ein postapokalyptisches Setting, in dem die Spielerinnen und Spieler Engel spielen, Engel des Herrn, und sie für die neu gegründete angelitische Kirche für Recht und Ordnung auf der Erde sorgen, in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit in einer Art mittelalterlichen Zustand zurückgefallen ist, wo Lesen und Schreiben verpönt ist und wo Menschen angegriffen werden von monströsen, insektoiden Traumsaat-Kreaturen vom Herrn der Fliegen, gesandt, um die Menschheit zu vernichten. Und unsere Engel haben einen Auftrag bekommen von der angelitischen Kirche. Sie sollen in den hohen Norden fliegen. Im hohen Norden hat eine riesige Feuersäule, das ein Fegefeuer genannt, einen ehemaligen Engelshimmel überrollt und zerstört und damit halt die Präsenz der angelitischen Kirche im hohen Norden schwinden lassen. Und eigentlich ist die Aufgabe der Engelschar, diese Präsenz wieder aufzubauen. Und der Weg dorthin war steinig und mühselig ist, glaube ich, gar kein Wort, sie haben es aber geschafft, sind angekommen und haben dort merkwürdige Zustände vorgefunden. Sie haben mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass sie einem Engel begegnen vor Ort. Und dieser Engel scheint so ganz anders zu sein, als sie das kennen. Denn dieser Engel hat erstens keinen Engelsnamen und ist zweitens, also im Vergleich zu den Engeln, die ihr hier seht, unglaublich alt. Weil ihr seht, Lyriel, Liberiel, Daniel, Cetariel und Inariel sind alle so gerade mal ein bisschen ein Stück über die 10 Jahre, wenn man sie vom Äußeren aus betrachtet. Engel haben halt eine Erscheinung eher von Kindern. Und dieser Engel ist eher so ein fortgeschrittener Teenager, wenn nicht sogar schon in den 20ern. Und das ist, das geht eigentlich gar nicht. Solche Engel gibt's gar nicht. So, und dann haben sie ihn befragt und der hat auch überhaupt gar keine Ahnung von der Kirche und so. Und hat auch zwei Eltern,
Was auch sehr komisch ist, weil die Engel werden doch von Gott geschickt und nicht irgendwie auf der Erde geboren oder so. Und beim letzten Mal habt ihr auch die Eltern gesehen, zumindest ja, ein Teil von euch. Und durch die Gedankenverbindung von Citariel zu den anderen Engeln, eigentlich alle Engel haben es gesehen. Und die sind ja stark in Mitleidenschaft gezogen, sind mit etlichen Geschwüren übersät und halb eigentlich mehr tot als am Leben und werden nur durch eine merkwürdige Maschine am Leben gehalten, die ihnen gleichzeitig Blut entzieht und aber nach Angabe der Menschen vor Ort und nach Angabe des Engels sie auch am Leben hält. Und das ist alles Ketzerei, was hier passiert, denn auch Maschinen und Technik ist verboten. Und eigentlich können alle Beteiligten froh sein, dass Daniel sein Feuerschwert nicht einfach so gezogen hat, um alles niederzumachen. Habe ich in den Kommentaren gelesen, dass das ein großes Warum macht er das nicht, wa? Und die Antwort ist ganz einfach, weil Citariel es ihm nicht befohlen hat. Weil, ja, Daniel ist da sehr hörig, der Obrigkeit hörig. Noch, zumindest. Ja, und das ist so ein bisschen das Wichtigste, was beim letzten Mal passiert ist. Wenn euch das Setting ein bisschen mehr interessiert, dann googelt einfach mal Chroniken der Engel und Rollenspiel, dann werdet ihr auf eine Fate-Seite gelangen. Und demnächst soll auch eine neue Version vom Engel-Rollenspiel kommen, irgendwie als Fate-Variante. Aber da findet ihr auf der Seite auf jeden Fall sehr, sehr viele Informationen und ganz viele Bilder und vom Setting und so. Also, falls euch das interessiert. Und jetzt ist der Mera schon wieder rausgeflogen. Da gibt's heute Internetschwierigkeiten anscheinend. Naja, warten wir noch ein paar Minütchen. Solange kann ich ja noch ein bisschen was erzählen über diese Maschine, die da irgendwie sein soll. Zumindest haben die Engel bis jetzt in Erfahrung gebracht, dass die Menschen diese Maschine wohl nutzen, um andere Menschen zu heilen. Und ihr habt auch irgendwie andere gesehen, die in einer Art, ja, in so eine Art Krankenhaus waren. Und wie das genau vonstatten geht, habt ihr noch nicht in Erfahrung gebracht. Aber dieses Gebäude, in dem die anderen alten Engel untergebracht sind und diese Maschine, das ist wohl auch eine Einrichtung des Raphaelsordens gewesen. Also des kirchlichen Ordens, der zuständig ist für die Heilung von Menschen. Ja, und das Ganze ist, wie gesagt, ja große Ketzerei und Böse und Maschinen und Technik und die Menschen in dieser Stadt wollen auch überhaupt gar nichts mit der Kirche zu tun haben. Sie dulden euch zwar hier, aber irgendwie haben sie gesagt, so, wir brauchen eigentlich die Kirche gar nicht. Und das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit für die Engel. Und sie scheinen auch nicht sonderlich beeindruckt zu sein. Die anderen Menschen, wenn sie Engel sehen, sind immer so ehrerbürtig und fallen auf die Knie und beten sie an. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Irgendwie man spricht mit euch, als wärt ihr welche von ihnen. Was vielleicht auch den Grund hat, weil diese alten Engel früher, bevor sie halt in diese Maschine eingespannt worden sind, ihre Flügel abgelegt haben anscheinend, weil sie haben auch inzwischen keine Flügel mehr, und als Menschen leben wollten. Was ebenfalls ein Ding der Unmöglichkeit ist. So. Ja, und wir hatten nach dem letzten Mal einiges zu tun, denn es gibt aufgrund dieser Situation mehrere Mindsets in der Engelschar hier. Einige finden es komisch, andere finden es, warum darf ich mein Schwert noch nicht ziehen? Während zum Beispiel Lyriel sagt, ist doch alles in Ordnung hier, die heilen doch Leute, ist doch völlig in Ordnung. Lasst sie doch alle mal leben und lasst uns mal gucken, was die hier so machen. Und ja, und wir hatten beim letzten Mal eine Sache, die wir dringend am Anfang dieser Session noch nachholen müssen, nämlich Citariel wollte von mir Karten gezogen haben. Das ist jetzt für den Kurkus, der hat mir eben geschrieben, hat überhaupt gar keine Ahnung von dem, was wir hier machen.
ganz interessant, weil das Rollenspielsystem hier, das funktioniert nicht mit Würfeln, sondern mit sogenannten Arcana-Karten. Und ich ziehe Karten quasi, also wenn ihr das am Tisch spielt, ziehen die Spieler die Karten, aber jetzt mache ich das halt für die Spieler. Und dann können die Spieler das interpretieren, was auf diesen Karten steht, und daraufhin zu Schlüssen und Entschlüssen kommen, wie sie die Handlung vollziehen. Ja, genau. So. Und Feder hat gesagt, Cetariel braucht am Anfang der Session mindestens 2 Karten. Magst du nochmal erklären, wofür? Oder soll das noch ein Geheim bleiben? Ja, Cetariel ist sowas wie der Hive Mind der Gruppe. Bedeutet, sie steht mit allen in richtigen Verbindung. Bedeutet, sie kriegt alles mit, was die anderen denken, fühlen, jeden Reflex oder ähnliches, sofern sie sich nicht gut kontrollieren können. Und gerade bei den kontroversen Themen im Moment ist es für mich als im Spiel Anführerin wichtig, wie viel ich davon mitbekomme, um abzuwägen, wie ich auf bestimmte Dinge reagieren, die da wann auch immer folgen mögen. Vor allem halt bei Lyriel und Liberiel. Daniel hat ja beim letzten Mal schon gesagt, dass es bei ihm die ganze Zeit brodelt und ich da so einen Vulkan im Hinterkopf habe. Das werde ich mitbekommen. Und Inariel war ja hauptsächlich verwirrt. Und ich, soweit ich es interpretiert habe, haben die beiden nichts, was sie jetzt hinterm Berg halten, sondern sie sind offen und ehrlich. Dementsprechend werde ich das mitbekommen. Aber bei den anderen bin ich mir da nicht so sicher. Und deshalb wollte ich halt mal gucken, wie viel kriege ich denn davon mit? Welchen hättest was du denn, gerade so in den beiden abgeht. Welchen hättest du denn gerne als erstes? Gib mir mal Lyriel. Okay, fangen wir direkt mit der Ketzerin unter der Engel an. Ich weiß nicht, Herr der Fliegen war nie perfekter. So, ich schalte mal um auf die Kartenansicht und ziehe mal eine neue Karte. Wenn wir den jetzt heute in dieser Session ziehen, nach all den anderen Sessions. Den habt ihr noch nie gehabt, übrigens, ne? Das wäre. So. Es ist aber nicht der Herr der Fliegen, sondern es ist das 12. Arcanum, die Beutereiter in umgedrehter Bedeutung. Verwüstung, Aufgabe, Vorurteile, Arroganz, Kapitulation und Unbeschlossenheit. Unentschlossenheit. Ja, das passt doch wunderbar. Dann gehe ich und davon jetzt, aus, dass ich relativ viel mitbekomme von ihr, von ihrem aufgerütteten, verwüsteten Innenwesen, dass sie ihre Aufgabe hier in den Menschen reflektiert sieht und dementsprechend positiv über ihr Handeln urteilt. Und dass sie relativ unentschlossen ist, wie sie jetzt mit der Situation innerhalb der Schar umgehen soll. Interpretiere ich das so richtig? Okay. Nein, also ich sag mal so, Unentschlossenheit, ja doch höchstens auf die Schar bezogen. Also, ja, also aufgewühlt auf jeden Fall. Ja, du bekommst halt mit, dass es dass ihr, ja, haha, die geplante, naja, was heißt geplante Verwüstung, aber es ist ja schon zur Sprache gekommen, dass man die Kinder rettet, etc. Sagen wir so, es geht ihr gegen den Strich nicht alle zu retten. Und zwar stark. Und ja, das merkst du auf jeden Fall. Okay, so, jetzt habe ich, während du gesprochen hast, schnell das Bild bauen müssen. Aber okay, gut. Ja. Kommst du damit klar, Cetariel? Sie wird sich das erstmal gar nicht anmerken lassen. Mhm. Cetariel ist im Moment in der absoluten Informationssammelposition. Sie macht quasi das, was eigentlich normalerweise Liberiel tun würde, aber still und heimlich für sich in ihrem Kämmerlein. Weil sie im Moment hauptsächlich viel aufnimmt und versucht, das Ganze in für sich ein stimmiges Bild zu setzen. Ja, wer ist denn? Jetzt ist Hotney rausgeflogen. Ich habe Inariel verscheucht. Heute ist der Wurm drin hier. Aber gut, das seht ihr ganz viel immer Umbauerei hier. Das ist das Drama, was man für Zoom benutzt. Na, guck mal, jetzt ist der Hotney Yamera, das ist doch nett. So, schieben wir ihn wieder da unten hin.
Und den D-Rex schicken wir dahin. Nee, das passte schon hier. Können ja einfach eine Memory-Episode draus machen. Ja, ich muss hier so ein bisschen puzzeln. Ja. Wir spielen einfach, dass es für uns als so OT ist, das ist super spannend. Wir müssen halt immer den Charakter desjenigen einnehmen, dessen Fenster wir gerade sind. Ja, das wird super. Special-Folge, ja, genau. Genau. Gut. Also everyone is John Flashbacks. Das Lustige ist, auf diesem Overlay hier sind jetzt auch wieder alle durcheinander, aber lasse ich euch jetzt einfach mal so und ziehe einfach mal schnell eine Karte, weil du brauchst ja noch eine zweite Karte. Ja, definitiv. Nämlich, dass die Karte, die zum Mitbekommen, was Liberiel so angeht. Und das ist das 16. Arcanum, der Himmel in umgedrehter Bedeutung, Gefangenschaft, Freiheitsentzug, Konflikt, Katastrophe, Störung und Aufruhr. Tja, Yamira, was kriege ich denn mit von Liberiel unter dieser Karte? Den Aufruhr und den Konflikt, den sie selber mit sich ausficht, zwischen Treue zu Michaeliten und der Treue zu Kirche und Orden, ne? Melden, nicht melden, sie wankt da selber ungemein. Und gerade jetzt, wenn sie den Befehl von dir bekommen hat, geh mal Meldung machen, da hat sie ja sowieso immer schon irgendwas im Hintergrund gegärt in ihr seit deinem Nervenzusammenbruch an der Küste. Das hast du auch sicherlich mitbekommen, weil sie es immer versucht hat, bewusst wegzuschieben und zu unterdrücken mit Fokus auf anderen Dingen. Und wenn jetzt der Befehl kommt, geh Meldung machen, wird einmal klar kurz dabei stehen, so, wie viel sag ich, wegschieben. Und dann ist sie ja weg in ihrer Kathedrale und... Ja, du wirst auf jeden Fall wissen, dass da was in ihr, dass vor allem das Vertrauen in dich angebrochen ist, sehr stark angebrochen ist. Alles klar. Auch wenn sie dir gesagt hat, halt das mit dem Buch von wegen, wir sind Gottes Wille, wir haben gar keinen eigenen Willen. Okay. Und gleich, wenn sie auftaucht, kannst du vielleicht spüren, dass sie so ein bisschen Gewissensbisse hat. Alles klar. Ja, dann hattet ihr ja angedacht, dass ihr eine Abendandacht planen wolltet für die Menschen im Dorf. Und man hat euch ja in Aussicht gestellt, dass es wahrscheinlich auf nicht viel Gegenliebe stoßen wird. Habt ihr das immer noch vor mit dem... Und ja, wie soll das aussehen? Ich würde vor allem gerne, bevor ich auftauche aus meiner Kathedrale, möchte ich in der Halle des Lichts noch meinen Ausbilderengel suchen, der mich damals unterwiesen hat, der ja bei mir im Orden, im Turm, im Himmel der Ramiliten noch zu Hause ist. Und möchte dort Meldungen darüber machen, dass... ich weiß ja, dass mein Orden die Artefakte der Raguiliten sucht und verwahren will und möchte da auf jeden Fall Bescheid sagen, dass sie in Raguils Land die ganzen Dörfer abklappern sollen. Da finden sie die Artefakte. Ja, also du findest den auch nach längerem Suchen, wobei Zeit in der Halle des Lichts ja immer so eine Sache ist. Aber du bist jetzt für dich gefühlt halt super lange unterwegs und suchst halt, weil die sind halt auch auf ihren Missionen und die müssen halt auch zufällig da sein, wenn du da bist und dann ist die Halle auch noch ziemlich groß und aber es dauert sehr, sehr lange. Wenn du ausdauernd bist, dann kannst du ihn aber auch finden. Also gibt es so einen Kontaktengel, wo man weiß, der müsste eigentlich ansprechbar sein? Ich meine, wir müssen ja nicht in der Lage sein, immer Kontakt mit unserem Himmel aufnehmen zu können. Da wäre mein erster Anlauf, also mein Mentor wäre mein erster Anlaufpunkt und ich gehe den suchen, definitiv.
Okay, ja, also wenn du länger suchst, dann findest du halt genau auch den, sonst könntest du natürlich irgendwie auch irgendwen ansprechen, der gerade da ist, ne? Und hoffen, dass der gerade im Himmel ist in Amiels Land. Einfach dich durchfragen, ob er einen kennt, der gerade da ist oder so. Das mache ich nicht, dafür ist es zu brisant. Das ist keine Info, die ich irgendwem gebe. Mhm. Ja, also gut, so dann Umgang mit Artefakten und dem Wissen der Raguiliten. Ich meine, der Pfad Raguels bei uns im Himmel, den man theoretisch studieren könnte, ist nur unter Vorbehalt überhaupt wählbar. Den kann man nicht einfach so studieren, also ist das kein Wissen, das ich irgendwem in die Hand gebe. Das ist schon mal gut, dass du zumindest da treu dem Orden ergeben bist. Ja, wie gesagt, nach längerer Zeit findest du auch deinen Ausbilder, der dann auch überrascht ist, dass er vor dir steht und dass du ihn so ein bisschen mit erwartungsvollem Blick ansiehst. Ja, dann erzähle ich ihm das Ganze, dass wir Vibro-Lanzen gefunden haben, dass wir in Raguels Land sind, dass sie dort handeln mit Artefakten aus dem Raguelsturm oder der Raguiliten. Schickt Leute her, die den Kram einsammeln. Mit welchen Artefakten? Mit technischen Artefakten. Welche? Wie sehen die aus? Kampfpflanzen, die die Engel benutzt haben. Ah, damit können die Menschen aber nichts anfangen. Sie versuchen es trotzdem und sie versuchen, denke ich, sie für sich nutzbar zu machen. Das wird ihnen nicht gelingen. Da hat der Herr seine Hand vor. Ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, aber die Raguels Waffen, wenn sie mehr von Menschen berührt werden, dann bekommt es den Menschen nicht gut. Ja, das habe ich gesehen. Es liegt ein Fluch des Herrn darauf. Das ist gut, denke ich, aber die Menschen sollten sie trotzdem nicht haben. Sie sind bei uns besser aufgehoben. Dann sammle sie ein. Gehört, sehr wohl. Das werde ich tun. Aber soweit, wie wir jetzt aus den ersten Gesprächen gehört haben, haben sie auch noch weitere Gegenstände. Was für Gegenstände? Sie werden das weiß ich noch nicht. Sie werden auch in anderen Dörfern verstreut sein. Und alleine kann ich sie nicht alle bergen. Dann finde heraus, worum es sich handelt und trag sie zusammen. Sehr wohl. Und erstatte mir Bericht. Ich warte hier. Das kann etwas dauern. Ich denke, das sollte eine hohe Priorität besitzen. Sehr wohl. Ich werde es meiner Michaelitin mitteilen. Gut. Findest auch mich hier. Bald? Und wenn ich nicht hier sein sollte, warte und ich werde dann irgendwann auftauchen. Zu Befehl. Ja, und Liberiel zieht sich wieder zurück aus dem Gedanken, aus dem Gedankenreich, öffnet in der Realität wieder die Augen. Ja, wenn ich die Augen aufmache und mein Blick zuerst auf Zitariel fällt, kommt halt dieses Gefühl von so Gewissensbisse, Schuldgefühle. Ich werde mich dann auch soll ausrichten aus meinem Himmel, dass es mit oberster Priorität haben muss, die ganzen Artefakte zu sichern. Und das ist höchstverständlich. Ich denke, dass die heutige Andacht ein guter Punkt ist, um daran anzusetzen. Weshalb wir sie planen sollten. Uns wurde die große Halle zur Verfügung gestellt. Ich denke, wir sollten sie ein bisschen herrichten, damit sie diesem heiligen Anliegen auch gerecht wird. Ja, ich meine, sie werden sehen, was sie verpasst haben. Das werden sie. Ja. Ja, ich bin mir da ganz sicher. Sein gemeinsames Gebet, eine Andacht, das ist doch genau das, wo man sich irgendwie wohlfühlt. Geborgen, zu Hause. Wenn wir ihnen dieses Gefühl geben, dann wissen sie, dass sie in der Kirche richtig aufgehoben sind. Nun, Inariel, Lyriel, traut ihr euch zu, die Halle ein wenig zu dekorieren? Ich dachte an so etwas wie Wildpflanzen, Blumen.
Wir müssen einen Altar herrichten. Ich hatte jetzt gerade irgendwie die Umgebung sehr karg im Kopf. Liege ich da richtig? Ja. Was jetzt für einen Urieliten jetzt nicht sonderlich schwierig ist, also wenn du Vegetation finden willst und da irgendwo welche ist, dann wirst du welche finden. Urieliten haben mal die Kraft, irgendwie Vegetation, Wasser und so etwas zu finden, wenn es irgendwo etwas davon gibt. Auch in dem kärgsten Wüstengebiet. Das ist vielleicht eine gute Idee. Was denkst du, Lyriel? Wollen wir das machen? Können wir, aber das könnte schwierig werden. Wirklich viel wächst hier nicht. Ja, das ist richtig. Aber wir schauen einfach mal, was wir finden. Mhm. Vielleicht finden wir auch ein paar hübsche Steine oder so. Das ist auch gut. Gebe euch Daniel als Schutz mit. Und Liberien. Und was ist mit euch beiden? Liberiel und ich werden uns um eine angemessene Predigt kümmern. Gut. Na dann, von mir aus können wir los. Schau die beiden einander an, Liberiel und Daniel. Ja, spricht nichts dagegen. Wie lang ungefähr, bis die Sonne untergeht? Ich würde sagen, also Citariel schätzt, dass das bald der Fall sein wird. Versucht am besten zu Sonnenuntergang wieder da zu sein. Ja, wenn wir nichts finden, dann wir kriegen das schon hin, wir kriegen das schon dekoriert. Ich schaue ein bisschen zweifelnd zu Daniel. Du hältst uns den Rücken frei. Ja, ihr solltet aber trotzdem die Augen offen lassen. Wenn die Menschen hier schon gegen Traumsaat kämpfen. Natürlich. Ich meine nur, vielleicht kümmert sich Lyriel und ich eher um die Dekoration. Ich denke nur mal an den Himmel in Nürnberg. Ja, das ist, glaube ich, besser. Ja, da wurden ja Totenköpfe und Knochen als Dekoration bezeichnet, ja. Kann man hier garantiert auch irgendwo finden, aber... Wahrscheinlich sogar wahrscheinlich, ja. Dann lass uns los. Ja, und ich würde raus aus der Halle und losfliegen in die Richtung, wo ich Wasser, also Süßwasser vermute oder spüre, weil da am ehesten noch Pflanzen sind, die vielleicht auch blühen könnten, grün sind. Ja, also es ist jetzt ja auch nicht komplette Ödnis dort, das heißt, es wird ja relativ einfach gerade als Urielit wird es dir einfach fallen, schnell was zu finden, direkt jetzt in der näheren Umgebung vielleicht nicht, aber ich sag mal so, wenn ihr so ein bisschen so in einem Umkreis von so einer halben Stunde Flugweg euch um die Stadt herum bewegt, auch näher an das Brandland heran, gibt es natürlich weniger und je weiter ihr davon wegfliegt, desto eher findet ihr was. Und was hergibt. Also irgendwie Pflanzen gibt es halt überall ein bisschen, aber es muss ja auch irgendwo was hermachen, ne? Mhm. Ja. Dann findet ihr vielleicht so ein paar Blumenwiesen oder so. Ich würde auf irgendwas zeigen dann immer. Lyria, was hältst du davon? Das sieht doch ganz hübsch aus, oder? Ja, zur Dekoration schon geeignet. Ich würde mich halt nach ein bisschen was umschauen, was man so... Also was, ich sag mal, einen angenehmen Geruch verbreitet, wenn man es, also halt quasi, was man zum Räuchern nehmen könnte. Mhm. Und, ja. Ja, bitte. Schau mal da, wenn man das verbrennt, das riecht recht süßlich. Ist. Naja, es ist kein Weihrauch, aber ähnlich. Wie wär's denn mit sowas noch? Ja, natürlich. Das packen wir ein. Ich nehme mal ein Messer, schneide das ab und geb's dann Daniel in die Hand. Ja, der sieht wahrscheinlich am Anfang irgendwie so ein bisschen so deplatziert aus dabei, so Blumen. Er weiß nicht so ganz, was er damit machen soll, außer es halt vor sich her zu tragen. Sehr gut, festhalten, sehr gut. Ja, Lyriel hat währenddessen so eine kleine Schürze quasi auch, die hält sie schon hoch und sammelt da rein und
Neben einem Sterntaler. Nur mit Kräutern. Ich gucke mal, ob ich auch irgendwelche hübschen Steine oder so finde. Das ist auch gut. Ach ja, bestimmt. Ja. Irgendwie so in einem Flussbett so ein paar schöne gerundete, abgerundete, vom Wasser geschliffene Steine, ja. Guck mal, der hat so ein bisschen eine Herzform, oder? Den nehmen wir mit. Gib ihm Daniel in die Hand. So, den hier, der ist auch gut, oder? Sammeln noch einen. Ja, der sieht aus wie ein Totenschädel. Ja. Gut. Ich gucke da mal in Daniels Arme. Ich glaube, wir sollten noch langsam zurück. Wir müssen das jetzt nur noch irgendwie hübsch hinlegen. Ja, das kriegen wir schon hin. Ich hoffe wirklich, dass die Menschen noch irgendwie... Ich finde das ziemlich traurig, was hier passiert ist. Ich schaue mal zwischen den beiden hin und her. Wisst ihr, warum wir jetzt erst hier sind? Warum nicht früher? Kann ich dir nicht sagen. Aber warum ich war niemand früher da? Weil der Front wichtigere Aufgaben auf die Engel warten. Hier ist doch auch irgendwie eine Front. Sie haben gegen die Traumsaat gekämpft. Es wird einen Grund geben, warum Oma Eterna diesen Ort hinten angestellt hat. Er ist halt weit von Roma Eterna entfernt. Naja. Und der... Naja, das Fegefeuer, also dass es den Himmel zerstört hat, ist schon länger her. Vielleicht ist es irgendwann immer wieder in Vergessenheit geraten oder aus dem Blickfeld, eben weil es so weit weg ist. Ich meine, die Menschen haben ja versucht, sich ganz gut selber zu helfen. Kann ich irgendwie verstehen, dass die Menschen... denken, dass sie auch ohne die Kirche auskommen, ohne den Glauben. Naja, sie kommen ja einigermaßen aus. Wie es um ihre Seelen bestellt wird, das müssten wir vielleicht herausfinden durch Gespräche und da können wir ihnen sicherlich helfen. Ja, sie haben aber zumindest überlebt, ja, das ist richtig. Ja. Und sie versuchen sich gegenseitig zu helfen. Wissen wir, also OT, wissen wir eigentlich mit Bestimmtheit, dass wir die Ersten sind, die überhaupt dahin geschickt wurden? Nein. Vielleicht sind wir einfach auch nur die Ersten, die hier ankommen. Unsere Reise war alles andere als einfach. So schwer war sie jetzt nur auch wieder nicht. Oha. Du kannst richtig gruselig sein, Daniel. Ah, es ist eiskalt den Rücken runtergelaufen, als du es gesagt hast. So, also, nein, das kann doch nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Ihr habt selber dieses Ding an der anderen Küste gesehen. Diese Traumsaat, dieser Mensch, irgendwas dazwischen. Ich hoffe, dass das hier nicht so ist. Aber ich guck mal zu Lyriel, als du Sverre angeschaut hast. Ich habe das ja gemerkt, was du gesehen hast. Das ist nicht gut, das ist doch nicht normal. Vielleicht, weil er so weit vom Glauben weg ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil er so alt ist, vielleicht, ich kann es dir jetzt noch nicht genau sagen. Es sind einige Sachen dabei, die auch mir, naja, unbekannt sind, auch bei seiner Mutter. Ich kann nicht alles genau sagen, auch was diese Maschine macht, an der sie hängt. Das ist alles. Das werden wir noch rausfinden. Auch, ja. Weiß, ob wir das sollten, aber Liberia wird das schon wissen, ob man das rausfinden darf.
Apropos Liberiel, was machen denn Citariel und Liberiel in der Zwischenzeit, wo die anderen Blumen pflücken und Steine sammeln? Ich nehme an, über eine Predigt quatschen und dabei das Dorf beobachten von ihrer erhöhten Position aus. Habt ihr Gesprächsbedarf oder ist das einfach nur so ein Dasein und konzentriert auf die Arbeit sein? Die Bibel gibt sich Mühe, fokussiert zu sein. Möchtest du mir erzählen, was in deinem Kopf vorgeht, oder behältst du es für dich? Du weißt doch, was in meinem Kopf vorgeht. Wir haben außerdem zu tun. Schließlich müssen wir hier so viele wie möglich retten, nicht wahr? Zieh mir noch mal eine Karte. Du bist, glaube ich, gemutet, Koali. Ich habe euch offscreen alle wieder richtig geschoben. Mhm. Ah, ja. Aber ihr habt weiter Pech. Ihr zieht weiter umgedrehte Karten hier. Das fünfte Arkanum der Kardinal in umgedrehter Bedeutung. Dekadenz, Leichtgläubigkeit, Verschlagenheit, Machtgier, Hinterlist, Arglist und Intrigen. Sehr passend, gerade bei der Frage. Schande. Dann wird Liberiel in dem Moment, wo sie sagt, du weißt doch, was in meinem Kopf vorgeht, spüren, wie Citariel sie aus dem Gedankenkanal der anderen ausschließt. Sie ist also jetzt nicht mehr verbunden mit dem Rest der Schar. Dreh langsam den Kopf zu dir. Du siehst ein bisschen Furcht vielleicht in ihrem Blick. Die anderen schiebe ich so ein bisschen in den Hintergrund. Ich glaube nicht, dass sie bemerken, dass Liberia nicht mehr da ist. Cetaria guckt dich gar nicht an, sie beobachtet quasi das Dorf und meint dann, weiß ich das denn? Ich fange mal an wegzurutschen, ganz möglichst unauffällig. Natürlich, du bist doch meine Michaelitin. Also solltest du alles wissen. Was ich denke. Der Soll- und der Ist-Zustand müssen nicht immer das sein, was in der Realität stattfindet. Das ist doch das, was auch du am besten weißt. Das stimmt, gerade in dieser Schar. Das ist richtig. Ich merke, du bist nicht bei der Sache. Was ungewöhnlich ist, da gerade die Engel deines Ordens mehrere Dinge gleichzeitig gleich gut tun sollten. Du hast das Thema gewechselt, weg von der Predigt. Nun, ich denke, sie ist insoweit schon ganz gut. Aber mich würde interessieren, ob du teilen willst, was dich beunruhigt. Ich lasse also mein Schreibbuch sinken, wo ich die Predigt notiert habe, um sie der Bibliothek des Himmels oder Roma Eternas dann zukommen zu lassen. Mit dem Titel, die Predigt, die Menschen des Raguelslandes zurück in Gottes Schoß führte. Verstehe mich nicht falsch. Bin so weiter weggerutscht und gucke dann doch zu dir rüber. Verstehe mich nicht falsch, ich überlasse dir gerade die Wahl. Befiehlst du mir? Wenn ich das wollte, würdest du es merken. Das ist gut, dass ich das merken würde. Ich mache mir nur Sorgen um die Schar. Ich mache mir Sorgen um die Schar. Ich mache mir Sorgen um dich.
Ich habe das getan, was eine Ramelitin tun sollte. Ich habe meine Pflicht erfüllt und Bericht erstattet. Das ist gut. Und anscheinend auch nicht. Sonst wärst du nicht so unglücklich darüber. Die Menschen sind dabei, verloren zu gehen für Gott. Sie brauchen jemanden mit bestimmterer Hand als uns. Darum habe ich darum gebeten, dass jemand, der führen kann, herkommt. Verstehe. Der mit Strenge führt. Du weißt schon, dass... Lehn mich so über diesen Abstand, den ich hergestellt habe, zu dir rüber. Du weißt schon, dass andere Scharen hier alles bereits niedergebrannt hätten? Ja, das ist mir bewusst. Gut. Und dir ist bewusst, dass jede gute Seele, die noch in diesem Dorf ist, in diesem Feuer umgekommen wäre, während wir sie zurück in die Flammen getrieben hätten? Es gibt sicher welche, die wir retten können. Noch. Und auf welcher Basis hättest du diese Entscheidung getroffen? Ich deute mal auf einen Mann, der unten über die Straße geht. Ist er es würdig? Jetzt brennt gerade nicht alles, oder? Das ist richtig. Der Mann dreht sich rum und guckt nach oben und winkt euch. Ich wink zurück. Gottes Segen mit dir. Geht dann weiter. Also ihr seid ja eine ganze Weite oben. Also ich habe gedacht, ihr seid oben auf dem Turm halt wahrscheinlich, ne? Das ist eine ganze Ecke weg. Aber ich habe deine Meinung vernommen. Du hast dein Urteil also bereits gefällt. Tue das, was die angelitische Kirche und mein Orden von mir verlangt. Ich bin ein guter Engel, weißt du? Ja, ich fliege nicht gerne und ich habe vielleicht nicht die Ausdauer von Daniel, aber ich bin eine gute Ramelitin. Hört Flügelschlagen hinter euch. Und Zwerre gesellt sich auf den Sims neben euch. Sei gegrüßt, Zwerre. Hallo. Was macht ihr hier oben? Wir arbeiten an der Predigt für nachher. Für heute Abend. Das ist eine Rede, oder? Ja. Darf ich sie schon vorher hören? Bin neugierig. Ganz ausgereift. Entsprechend wird sie ihre volle Wirkung erst entfalten, wenn sie im Rahmen der Andacht. Dann wird sie viel stimmungsvoller wirken. Nicht mal so ein bisschen? Was möchtest du denn? Naja, also ihr seid bis auf Mama und Papa die einzigen mit Flügeln, die ich sonst außer mir kenne. Von daher bin ich schon neugierig, was ihr zu sagen habt. Es geht nicht darum, was wir zu sagen haben. Es geht darum, was Gott der Vater zu sagen hat. Kommt er auch? Er ist immer da. Er ist überall. Auch da, wo wir nicht sind. Seine führende Hand ist nicht für die meisten Menschen nicht immer deutlich zu spüren, aber er ist immer da. Das ist ein bisschen gruselig, oder? Nein. Es ist beruhigend. Es ist gut zu wissen, dass immer jemand da ist und auf dich aufpasst.
gruselig meinte, ist das nur für diejenigen, die nun ja das Gefühl haben, sich versündigt zu haben. Was auch immer das ist. Vater hat Regeln aufgestellt, nach denen wir alle leben. Ich auch? Natürlich. Du bist einer seiner Engel. Oh. Okay. Und was sind die Regeln? Es gibt 8 sehr essentielle Gebote, also wichtige Gebote, aha, die alle zu befolgen haben. Ich hoffe, ich habe sie befolgt, weil sonst wird der böse, oder? Gott, Vater wird nicht wirklich böse. Das ist ja gut. Er ist sehr gut darin, zu vergeben. Dann macht es aber doch gar keinen Sinn, die Regeln zu befolgen, wenn er einem eh vergibt. Natürlich macht es Sinn, sie zu befolgen. Warum? Also ich weiß ja noch nicht mal. Vielleicht machen die ja Sinn. Sag mal. Ist ein bisschen hibbelig. Weil du der Welt Schlechtes tust, wenn du ihnen nicht folgst und anderen Schaden zufügst. Vor allem können die Seelen der Menschen verloren gehen. Die was? Wenn sie sich die Seelen der Menschen, das, was sie ausmacht, ihr innerster Kern, ihr Licht, ihr Leben, das geht verloren. Licht in Menschen? Ja. Du musst dazu Lyriel einmal befragen. Sie kann das sehen. Wenn Lyriel ehrlich ist, sieht sie da gar nichts. Aber gut, ja. Er ist die Liebe, er ist die Freundschaft in den Menschen. Alles Gute in ihnen. Herzlichkeit, Güte. Na, Wärme. Das ist ja prima. Warum? Er hält sie dazu an, diesen Idealen zu folgen. Die 8 Gebote. Also, ja. Das erste Gebot ist das Gebot Michaels. Das besagt, du sollst keine anderen Götter neben Gott haben. Ach, da gibt es noch mehr. Und diene ihnen nicht. Nein, eben nicht. Man geht fehl, wenn man glaubt, dass es noch andere gibt. Aber dann ist das Gebot doch sinnlos. Im Irrgarten. Die Menschen in der früheren Welt, bevor die Engel auf die Erde kamen, beteten Maschinen als ihre Götter an. Sie haben ihre Seelen der Technik und schrecklichen Artefakten verschrieben. Das hat sie von Gott ferngehalten. Und immer weiter in die Isolation getrieben. Ach so, also soll man keine falschen Götter anbeten. Nun, es gibt nur Vater als richtigen Gott. Und wer sagt, dass das so ist und nicht andersrum? Die Menschen sind noch da. Er hat sie gerettet vor der endgültigen Auslöschung und deutet damit auf das weite Land, so in Richtung Brandland. Ja, aber das war ja ich und meine Eltern, die die gerettet haben. Ja, ihr seid seine Engel. Er hat uns alle, uns Engel, hierher geschickt, um die Menschen zu beschützen und zu verteidigen und ins Licht zurückzuführen. Aber ich wusste davon gar nichts. Du bist ja auch Gottes Engel. Es liegt in dir, diese Aufgabe, diese Bestimmung. Hm. Dann gibt es das Gebot Ramiels, das zweite Gebot. Du sollst den Namen Gottes und den Namen der Engel nicht missbrauchen. Also nicht in Gottes Namen irgendwelche Lügenmärchen erzählen. Zum Beispiel, um einen Vorteil für dich herauszuschlagen oder anderen Schaden zuzufügen. Ah ja. Und ihr haltet die immer ein? Ja. Natürlich. Aber wir sind vor allem auch dazu da, um diese Regeln unter den Menschen durchzusetzen und zu bewachen. Wir sind Gottes Schwert und Schild, welches er nutzt, um die Menschheit zu verteidigen, die ihm treu geblieben sind im Glauben. Was hat Gott denn für einen Namen? Muss ich doch wissen, bevor ich ihn missbrauche. Gott, der Vater. Aber ich habe einen anderen Vater. Hä? Ludger heißt mein Vater, nicht Gott. Ich denke, dass Ludger dein richtiger Vater ist. Es kann sein, dass er eine Rolle eingenommen hat und dir
heißt, er hat den Namen missbraucht und hat gegen die Gebote verstoßen? Nun, deine Begleiter haben sich auch dagegen entschieden, Engel zu sein. Was ein Frevel ist. Wir können die Aufgabe, die uns auferlegt wird, nicht einfach abstreifen wie einen Mantel. Das ist alles ganz schön viel. Für jemanden, der es jetzt erst hört, bestimmt. Deswegen ist es so grausam, dass du außerhalb eines Himmels aufgewachsen bist. Ich fand's nicht grausam. Ich hab's gar nicht so gut hier. Ich wusste gar nicht, dass ich irgendwas grausam hab. Nun, du bist deiner Pflicht und deiner Aufgabe entfremdet worden. Aber eben habt ihr gesagt, dass ich sie automatisch erfüllt habe. Ja, aber alles Wissen, was damit verbunden ist, deine Pflicht, die Menschen anzuführen, dafür zu sorgen, dass sie nicht fehlgehen in ihren Gedanken. Ich finde das nicht gut, an die Menschen anzuführen. Warum sollte ich das machen? Es gibt viel klügere Menschen als mich. Du bist kein Mensch. Du bist ein Engel. Aber wenn Menschen nicht mit starker Hand geführt werden, werden sie in Versuchung geführt, Fehler zu begehen. Sie können dem darauf anheimfallen. Das heißt, ja. Sie müssen alle mir folgen? Aber das finde ich nicht gut. Ich bin nicht so toll in Anführen. Sie müssen den Geboten Gottes und der Kirche folgen. Aber die weiß ich doch auch nicht. Das ist das Problem. Also, dann kommen wir nämlich schon zum dritten Gebot, dem Gebot Samaels. Das sagt nämlich, du sollst dem Willen Gottes und seiner heiligen angelitischen Kirche gehorchen. Sie wissen nämlich, was gut ist und was richtig ist. Weißt du, Petrus Secundus ist derjenige, der die angelitische Kirche anführt. Und er kann immer und überall direkt mit Gott sprechen. Und steht immer in Verbindung mit ihm und weiß genau, was Gott gerade möchte. Und teilt das den Menschen mit. Und das schon seit vielen, vielen Jahrhunderten. Dadurch müssen die Menschen sich keine Sorgen machen, dass sie jemals eine falsche Entscheidung treffen. Emily hat uns erzählt, dass in diesem Dorf alles gemeinsam entschieden wird. Aber auch viele Köpfe der Menschen können fehlgehen. Es können falsche Entscheidungen getroffen werden, die furchtbare Folgen haben werden. Vielleicht nicht unbedingt jetzt, aber spätestens in ein paar Jahren. Und woran sieht man, was eine gute und was eine falsche Entscheidung ist? Nun, Gott hat uns Engel auf die Erde geschickt, damit wir den Menschen diese Last abnehmen. Aber ich habe doch eben schon gesagt, ich treffe manchmal nicht so die besten Entscheidungen. Wie gesagt, du hast dich Gott erinnert. Da, wo ich zwischen die Wälder geflogen bin, da bin ich an den Bäumen so, weil ich ganz tief fliegen wollte und dann hat mir das so den Flügel aufgeratscht. Das war ganz schön dumm von mir. Und das habe ich zweimal gemacht. Also wisst ihr, woran ihr seid. Du bist ein Engel Raguels. Normalerweise gehörst du in eine Schar. Eine Schar Engel, so wie die Schar, die Zetariel anführt. Sie ist eine Michaelitin. Sie entscheidet. Sie weiß, was richtig ist, nachdem sie die Michaeliten wissen, nachdem sie alles Wissen eingeholt haben, was richtig ist, und treffen die Entscheidungen. Na gut, dann triff du mal eine Entscheidung. Was soll ich machen? Jetzt gerade? Muss er zuhören, oder? Ja, zuhören, lernen, dein Herz Gott öffnen. Lernen. Der Orden Raguels. Anwenden. Ja. Es wäre quasi so ein bisschen zu betören. Denn wenn du erkennst, dass auch Gott in deinem Herzen ist, wirst du nicht mehr fehlgehen. Und vielleicht werden wir auch einen Weg finden, wie du Teil dieser Schar werden kannst. Sodass du nie wieder alleine sein musst, tief in deinem Inneren. Denn Gott ist hier. Er hat uns geschickt, um dich zu finden. Und dir bei deiner schweren Aufgabe, dem Schutz dieses Dorfes beizustehen. Er rutscht so zu dir rüber, nimmt dich so in den Arm. Dann bleib hier.
Der Einfluss dieser Stimme komme ich auch rangerutscht. Wir werden sehen. In diesem Dorf ist einiges anders. Die sind alle nett hier. Ich glaube nicht, dass der Gott was dagegen hat, was die machen. Ich bezweifle nicht, dass sie nett sind. Und ich bezweifle auch nicht, dass sie, um es mit menschlichen Worten auszudrücken, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Aber das menschliche beste Wissen und Gewissen muss nicht das sein, was in Gottes Namen das Richtige ist. Aber es kann, oder? Hin und wieder. Gut. Sag ihnen das am besten. Das werde ich. Mach ihnen Mut, das ist toll. Kann ich noch was machen, außer lernen? Schaue Fragen zu Citariel. Du kannst dich tief in deinem Herzen mit der Frage auseinandersetzen, wem du gehorchen möchtest. Deinem eigenen Willen oder Gottes Willen. Denn die werden nicht immer in Einklang sein. Und da du nicht in einem Himmel groß geworden bist. Aber sie können, oder? Manchmal. Allerdings nicht in schweren Situationen. Zumindest nicht bei dir, fürchte ich. Was gibt es denn noch schwerer als so Angriffe und Leute, die umkommen und so? Gibt's noch was Schwereres? Ja. Viel schwerer. Okay. Und überlege dir diese Entscheidung gut. Denn sie wird Konsequenzen für dich haben. Willst du jetzt noch die anderen Gebote hören? Sicher? Liebe, hier sieht aus, als wenn sie ein bisschen schmollen würde. Weißt du die alle auswendig? Natürlich, ich bin ein Engel Ramils. Wir sind für das Wissen verantwortlich. Ach so. Puh. Ich bin kein Engel des Ramil, ne? Nein, du bist ein Engel des Uriel. Uriel? Nein, des Raguel, Entschuldigung. Des Raguel. Nein, das Gebot Uriels ist das nächste, was kommt. Das sagt nämlich, man soll die Kinder ehren. Kinder sind was Wichtiges. Das finde ich gut. Das mache ich schon immer. Und die Kirche in ihrer Großzügigkeit unterstützt Kinder. Sie nimmt Kinder auf, um sie zu lehren. Damit sie dann in der Kirche ihren Platz finden und ihre Aufgaben in der Welt erfüllen können. Um die Menschen den Menschen auch zu helfen, auf ihrem Weg weiterhin richtig zu gehen. Ich sehe schon, die ersten Regeln waren so blöd und jetzt kommen die nächsten. Jeder wird es besser, oder? Die ersten sind eine wichtige Grundlage. Denn wenn man sich an die nicht hält. Ja, mach den nächsten. Ich fand den nicht schon gut. Wenn man sich an die Grundlagen nicht hält, wer verlangt dann von dir oder wer erwartet dann von dir, dass du dich auch an die anderen hältst? Ne, dieser Vater hier, der immer überall ist. Deswegen sagt die Nächsten, ich muss doch irgendwas wissen. Es wird doch besser jetzt. Ja. Gabriel zum Beispiel. Ich stocke und grübel ein bisschen, dass dieses Gebot irgendwie nicht mit Gabriel zusammenpasst, aber in Ordnung. Aber Gabriels Gebot ist es, dass du nicht morden sollst. Aber ich habe schon umgebracht. Die ganzen Traumsaat-Kreaturen und so. Die Traumsaat ist ja auch eine verderbte Kreatur. Die muss beseitigt werden. Das ist kein Mord. Und Menschen, die das Dorf angreifen?
Wenn es keine andere Lösung gibt, mag das in Ordnung sein. Aber aus Eigennutz, aus Neid, aus Habgier darfst du niemanden erschlagen. Die größte Gefahr für die gläubigen Menschen sind die Traumsaat und die Ungläubigen. Denn sie verfallen der Traumsaat und bilden eine große Gefahr für jede Gemeinschaft der angelitischen Kirche. Das heißt, die sind alle gefährlich da unten. Auch Jörg. Jörg ist nett. Das bleibt abzuwarten. Wir werden sehen heute Abend. Aber die Ideen der Traumsaat sind giftig. Sie schleichen sich langsam in den Verstand der Menschen und vergiften sie. Wir werden anfangen, kleine Dinge anzunehmen. Mögliche, nun ja, die Traumsaat nennt es Geschenke. Aber es ist das Gift der Technik. Das, was die Menschheit schon einmal an den Abgrund der Auslöschung gebracht hat. Ich finde Technik gut. Das ist sie aber nicht. Warum nicht? Sie hilft den Menschen. Dieses Land hier war einmal fruchtbar. Ja, bis das Fegefeuer kam. Ich weiß die Geschichten. Das Fegefeuer kam aufgrund der Technik. Die Technik hat die Menschheit in den Abgrund geführt. Deswegen? Wie soll das denn machen? Das funktioniert aber, das geht ganz anders. Kann gar kein Fegefeuer rufen, die Technik. Nun, viel von dem Wissen über die Technik ist zum Glück verloren gegangen, weil die Orden der Engel sie gefunden und weggeschlossen haben. Mama und Papa wussten ganz viel über Technik, haben mir aber nicht so viel, also ein bisschen was beigebracht. Weil sie Engel Raguels sind. Es war dein Orden, der Orden Raguels, der diese Aufgabe hatte. Und sich damit auch einer sehr großen Gefahr ausgesetzt hat. Denn Technik und Traumsaat hängen irgendwie zusammen. Das eine kann den Keim für das andere legen. Es wird also nicht besser. Glaube ich. Gibt es noch ein Gebot? Ja. Raphael sagt, du sollst dich mehren und fruchtbar sein. Also nicht du, sondern die Menschen. Warum ich nicht? Weil wir Engel sind. Wir bekommen keine Kinder. Wir sind aber Kinder, dann verstoßen wir gegen das Gebot. Nein. Wieso nicht? Wir lehren untereinander. Wir vermehren nun das Wissen. Wir lehren jüngere Engel. Die Menschen, die müssen sich mehren, fruchtbar sein und Kinder bekommen. Müssen die Felder bestellen und sich um die Tiere kümmern, um alle zu ernähren. Jetzt weiß ich, warum Mama und Papa Menschen sein wollten. Nun, aber das sind sie nicht. Und sie werden das niemals sein. Egal, ob sie sich die Flügel abschneiden lassen oder nicht. Egal, ob sie ihre Engelskräfte den Menschen versuchen zu geben. Sie sind Engel. Und sie werden den Menschen vermutlich damit schaden, dass sie ihre Kräfte den Menschen geben. Ja, sie werden furchtbares Unheil über dieses Dorf damit bringen. Und wenn sie es nicht schon getan haben. Wenn sie es nicht schon getan haben. Ich sehe hier nirgendwo Unheil. Nun, du bist nicht in der Lage, wie Lyriel zu sehen. Manche Krankheiten sieht man nicht auf den ersten Blick. Dann kommt das Gebot Raguels. Das besagt, du sollst nicht stehlen. Auch ein sehr praktisches, was dir sicherlich logisch vorkommt. Ja. Und dann kommt das letzte Gebot, das Gebot Sariels. Das besagt, du sollst nicht lügen. Und indem deine Eltern behaupten, dass sie Menschen sind, lügen sie. Sie sind Engel. Und indem sie behaupten, dass sie deine Eltern sind. Naja, sie haben nie behauptet, dass sie Menschen sind. Aber sie wollen Menschen sein und leugnen damit, was sie wirklich sind. Sie sind Engel. Das kommt dem Lügen sehr nah. Hm.
Ich weiß nicht. Das. Dass sie behaupten, deine Eltern zu sein, ist auch eine Lüge. Was? Engel bekommen keine Kinder. Wer sagt das? Die angelitische Kirche. Das ist eine Tatsache. Wir sehen nur aus wie Kinder, damit wir auf die Menschen harmloser wirken, damit sie keine Angst vor uns haben. Aber wir bekommen keine Kinder. Engel und Menschen können sich nicht miteinander fortpflanzen. Und sie sollten sich auch nicht vermischen. Warum? Weil die Menschen nicht in der Lage sind, sich mit einem Geschöpf Gottes zu paaren oder einzulassen. Diese Welt gehört den Menschen. Wir sind nur Gäste hierauf. Es ist nicht unsere Aufgabe. Zitariel merkt einen sehr merkwürdigen Gesichtsausdruck auf seinem Gesicht. Aha. Wir sollen die Menschen anleiten. Auf sie aufpassen. So wie ein Schäfer auf seine Herde, auf seine Schafherde aufpasst. Ein Mensch wird sich doch auch nicht mit einem Schaf paaren. Was für ein Vergleich. Nun, aber so ist das. Nein! Man sieht jetzt, dass er so ein bisschen an sich runterguckt, so ein bisschen rot wird im Gesicht. Ich glaube, darüber muss ich erstmal nachdenken. Bis später. Wir sind stärker. Wir haben Fähigkeiten, Kräfte, Gaben von Gott. So wie ein Mensch stärker und kräftiger ist als ein Schaf, sind wir stärker und kräftiger als ein Mensch. Die sind... Nein! Er breitet die Schwingen aus und hebt ab. Bin mir nicht einmal sicher, ob das anatomisch funktionieren würde. Da müsstest du Lyriel fragen! Fliegt davon. Oh, bitte, Herr, lass ihn keine Blasphemie begangen haben. Du meinst doch nicht, er hat mit einem... Er ist ein unwissender Engel, der sich für einen Menschen hält. Was denkst du? Oh Gott! Wie kann er nur? Also ja, man kann mit Menschen singen und kochen und tanzen, aber... Also... Möchtest du das vergangene Gespräch noch einmal prophetisch beleuchten, um herauszufinden, welches Ereignis davon am wahrscheinlichsten ist, oder belassen wir es bei der Theorie und hoffen auf das Beste? Ich würde es nicht beleuchten, aber ich würde vom Schlimmsten ausgehen. Das hilft mir nicht. Sehen wir es ein, Zitariel! Ich gucke ihr mal hinterher, er ist ja weggeflogen, wie weit er weg ist. Und guck dann Zitariel wieder an. Er ist eh verloren, er ist außerdem viel zu alt, um noch hier zu sein. Und sein Geist ist völlig verdreht und verdorben. Das ist mir bewusst. Das ist mir durchaus bewusst. Und heute Abend werden wir sehen, ob welche Menschen noch zu retten sind. Aber sie handeln mit Raguls Waffen und kaufen Technik und haben hier irgendwo eine grässliche Maschine stehen, die Engeln ihre Kräfte absaugen. Die sie versuchen zu reproduzieren. Und das alles ist falsch. Das heißt, sie machen die Menschen hier zu irgendeinem komischen Mischwesen. Das ist wieder natürlich. Ich hoffe, dass sie es nicht schon auch den Kindern gegeben haben. Genau das versuche ich herauszufinden. Hoffentlich können viele Raphaeliten irgendwie die
das rückgängig machen. Denen, die zu Gott zurückkehren wollen. Du bist gemutet. Am Horizont sieht man Lyril, Yaril und Daniel ankommen mit Gepäck. Vor allen Dingen Daniel wahrscheinlich. So, oh, sie sind da oben auf dem Turm. Aber ich glaube, wir fliegen direkt in die Halle. Dann müssen wir nicht das alles erstmal hoch zum Turm und dann wieder runterschleppen. Ja, das klingt logisch. Gut. Ich fliege an den vorbei. Genau. Fliegen an den vorbei und ich würde direkt in die Halle fliegen. Mhm. Mhm. Gut. Und dann schaue ich mich mal um. Also, das Hübscheste muss da vorne hin. Vor den geköpften Engel. Genau. Ob sie Farbe haben? Ich frage mal, ob jemand Farbe hat. Während Inariel sagt, das Hübscheste muss da vorne hin, geht Daniel mit seinen vollbeladenen Armen hin und lässt das einmal alles fallen, weil er nicht weiß, was davon das Hübscheste ist. Ja, aber dann doch nicht das. Und ich kick so ein paar Sachen schon beiseite und dann... Das war mein Stein. Oh, Entschuldigung, warte, aber mir fällt gerade ein... Warum ist das jetzt hübscher als das? Ich gucke es so an, wenn es beides Kräuter sind. Es ist beides hübsch. Aber das eine und ich würde dann quasi mal gucken, ein bisschen aussortieren. Mir ist gerade eingefallen, das, was wir zum Räuchern verwenden wollen, das sollte ich auf jeden Fall vorher nochmal abwaschen. Und ich, alles, was halt zum Räuchern war, sammle ich so in meiner Schürze. Und ich gehe nochmal kurz zum Fluss. Sonst haben wir da keinen großen Spaß dran. Gut. Und ich wenn du magst, kann ich... Ja, oder sonst, Farbe wenn du haben. Magst, kann ich auch jemanden nach Farbe fragen, wenn ich eh unterwegs bin. Das geht auch. Dann werden wir hier schon mal aufräumen. Mhm. Daniel, du weißt ja, wie es in deiner Kirche aussieht. Also, wir brauchen irgendwie die Bänke und die müssen alle nach da gerichtet sein, damit Zitariel dann was Schönes sagen kann. Ja, und ich würde mal auf anfangen, mit Daniel hier oben zu räumen. Ja, wenn Lyril zum Fluss läuft, kann sie da Sverre sehen, wie er da mit einer Frau steht und auf sie einredet. Mhm. Ich würde in der Nähe und da ich ja im Fluss bin, ich laufe sowieso immer barfuß rum, ich würde auf jeden Fall so einmal platschend ins Wasser treten, dass sie mich bemerken, weil ich belauscht kann. So bin ich nicht. Und würde halt sowieso die Kräuter in meiner Schürze ziemlich ignorieren und halt einfach auf die beiden zueilen. Die Frau guckt ein bisschen böse in deine Richtung und lässt dann irgendwie so ein, ich weiß nicht, sprachst du kommen? Hm? Dann kannst du so ein bisschen was noch also hören von dann geh doch hin! Und dann kriegt es wäre eine schallende Ohrfeige und die Frau geht weg. Und der sieht ziemlich betröppelt aus, guckt in deine Richtung und geht so ganz langsam in deine Richtung mit so hängen gelassenen Flügeln. Sverre, was ist los? Ich hab Gottes Wille erfüllt. Wie das? Die Beryl hat gesagt, ich darf... Ich will's nicht erklären. Naja, gut. Sverre, weißt du, wo Emily ist oder kannst du ihr was ausrichten? Also es ist wichtig. Ich weiß, wo ihr Haus ist, ja. Aber ich will da jetzt gerade nicht hin. Okay, alles gut. Ich müsste nur, ja, entweder, ja, oder ich müsste mit ihr sprechen. Das wäre eigentlich... das Beste. Oh, warte, und ich würde so die Kräuter mal kurz ein bisschen nass machen, dass wo wohnt sie denn? Ich gehe mit, das ist schwer zu beschreiben.
super, danke schön. Ja, geht dann mit dir irgendwie zurück ins Dorf und ist tatsächlich ein bisschen versteckt, so eine kleine Hütte in so einer Seitengasse. Mhm. Und ja. Zeigt dann darauf. Komm aber nicht mit rein. Musst du nicht. Dankeschön. Mhm. Und wenn irgendjemand Farbe hat, könntest du vielleicht etwas Farbe zu Inariel in die Versammlungshalle bringen? Klar. Warum? Er braucht welche. Welche denn? Grün? Oh, ich weiß es nicht genau. Wir machen er wollte die Halle fertig machen für die Versammlung. Ich nehme mal an, das hat mit dem Engelskreuz zu tun, mit dem Kopf. Ich gehe ihn fragen. Ja. Dann habe ich wenigstens was zu tun. Ja. Tut mir leid, dass du traurig bist. Wir können später gerne reden, aber gerade. Ja, ist ja Gottes Wille, dass ich traurig bin. Das glaube ich nicht. Wir reden später darüber, ja? Und, jetzt guckt er dich ein bisschen verdutzt an. Ich glaube nicht, dass es Gottes Wille ist, dass jemand traurig ist. Aber ich habe doch gerade Gottes Wille erfüllt und jetzt bin ich traurig. Oh, ja, ich weiß ja nicht, welchen Willen du erfüllt hattest. Na, dass sich Engel und Menschen nicht vermischen dürfen. Hat Liberia gesagt. Ja, das sind die Gebote. Aber du hast es ja nicht gewusst. Woher hättest du es wissen sollen? Das heißt, wenn man davon nichts weiß, ist es okay? Wenn es einen Beteiligten gibt, ich weiß nicht. Ich bin vielleicht nicht die unbedingt richtige Ansprechpartnerin, aber was dein Seelenheil angeht, würde ich sagen, ja. Also was von der medizinischen Seite gesehen ist. Aber ich muss jetzt wirklich, also ich muss jetzt leider wirklich mit Emily sprechen. Es ist wichtig. Ich gehe zu Inariel. Gut. Bis später. Trottet davon. Ich würde mich halt umdrehen und dann eigentlich dreimal klopfen bei ihm. Ja, wird die Tür aufgemacht. Hallo Emily, ich weiß nicht, ist das von hier aus zu sehen? Also ist das vom Turm aus zu sehen? Das Haus? Ja, bestimmt. Wirklich der Eingang auch? Ja, der Eingang wahrscheinlich nicht, weil es ein bisschen versteckt in so einer winkeligen Gasse ist, aber das Haus könnte man sehen können. Tut mir leid für die Störung. Ich müsste kurz mit dir sprechen. Na, dann komm rein. Danke. Vorsichtig mit den Flügeln. Ja, ich bin es gewöhnt, aber die sind zum Glück sowieso nicht so groß. Ich habe leider nicht so viel Zeit. In aller Schnelle. Heute Abend wird es eine Predigt geben. Ach ja, ich glaube, darüber hatten wir schon geredet. Mhm. Ihr müsst alle kommen, ihr müsst interessiert tun. Und am besten, ich weiß ja nicht, was für Maschinen ihr vor allem benutzt, aber ihr müsst die wichtigsten verstecken oder wegschaffen. Oder irgendwas. Ich kann nicht zu viel sagen, aber ihr müsst auf jeden Fall alle kommen und interessiert tun. Und ich werde mein Bestes geben, ein bisschen, ja, aber ihr müsst alle kommen. Ich kann nicht dafür garantieren, dass alle kommen. Jeder hat seinen freien Willen hier. Ich habe selbst überlegt, nicht hinzugehen. Ich habe anderes zu tun. Das wäre aber nicht gut. Wieso? Wirklich, es wäre nicht gut. Nein, ich kann nicht zu viel sagen, sonst ich weiß auch nicht, ob das jetzt schon zu viel war. Ich kann dir nur sagen, es wäre nicht gut, wenn ihr nicht kommt. Und das ist. Ich brauche schon ein bisschen mehr Information, wenn ich die anderen überzeugen soll.
es ist für treue Anhänger der Kirche nicht gerade positiv, wenn ihr so oft damit umgeht, dass ihr die Kirche aktiv abgelehnt habt. Das wird euch nicht gut bekommen und euren Maschinen erst recht, weil Technik, weißt du, Maschinen ist... Verstehe. Ja. Und es wäre besser, wenn ihr kommt. Und mehr, also sie trippelt auch so ein bisschen von einem Bein aufs andere. Lyriel? Sind deine Schargeschwister eine Gefahr für das Dorf? Das ist nicht auszuschließen. Gut. Aber bitte, ich will sie milde stimmen und alles Mögliche tun, bitte. Habt ihr vor, hier zu bleiben? Soweit ich weiß, ja. Dann sollen wir uns Zeit unseres Lebens lang verstellen, nur um das Wohlwollen deiner Schwagergeschwister auf uns zu ziehen? Sollen uns verstellen, sollen so tun, als ob? Sollen sie unseren freien Willen abgeben? Will ich doch auch nicht. Und ihr helft doch den Menschen, das sehe ich, deswegen bin ich überhaupt hier. Wir wollen euch nichts Böses und wir haben eigentlich davon ausgegangen, dass ihr uns auch nichts Böses wollt. Und jetzt kommst du in mein Haus und sagst mir, dass unser Leben in Gefahr ist, wenn wir uns nicht verstellen und so tun, als würden wir alles, was sie wollen, tun. Uns in Sklaverei begeben. Aber ihr könnt ihnen doch nichts an... Also... Das bringt doch niemandem was. Wir tun ihnen nichts an. Wir bitten sie freundlich zu gehen. Wenn das so ist, was du sagst. Kannst du mir versprechen, dass ihr ihnen nichts antut? Wir sind keine aggressiven Menschen. Wir schützen nur das, was wir hier haben. Und wenn ihr das zerstören wollt, was wir hier haben, dann müsst ihr gehen. Und wenn ihr nicht gehen wollt, dann ist das wohl ein aggressiver Akt gegen unser Dorf. Und dann werden wir uns verteidigen. Verstehe. Bis jetzt sind wir euch mit offenen Herzen und offenen Ohren entgegengekommen. Aber ihr müsst auch akzeptieren, wie wir leben. Und wir akzeptieren, wie ihr lebt. Außer Austausch. Auf einer Augenhöhe. Ja, das wird schwer. Ich gucke zu ihr hoch. Aber sie beugt sich so runter. Ich weiß, dass das schwer ist für deine Art. Das haben sie uns erzählt. Aber es ist nicht unmöglich. Ja. Sphäre lebt auch unter uns, wie einer der unsrigen. Und seine Eltern haben es auch getan. Ich weiß und ich respektiere das auch alles. Aber es ist nicht jeder so offen wie ich. Verstehe. Es hatte nicht jeder eine Mutter Hilde. Sie hat mich alles gelehrt, was ich weiß. Und nein, fast alles. Und sehr vieles. Und dank dir, Lyriel. Sie hat mir gezeigt, dass jedes Leben lebenswert ist. Das sehe ich auch so. Und rettenswert. Egal um welchen Preis. Danke. Na gut, ich muss jetzt auch wieder gehen, sonst fragen sich die anderen. Und dann, ich gehe wieder an. Lyriel? Ja? Wie können wir deine Geschwister überzeugen zu gehen? Das wird schwer. Kannst du das rausfinden für mich? Ich versuch's. Gut. Danke. Schön.
bis später hoffentlich. Und ja, sie geht halt raus und ja, eilt wieder zu der Versammlungshalle. Ja. Währenddessen hat Inariel von Sphäre mehrere Eimer Farbe mit unterschiedlichen Farbtönen bekommen. Also ich, der Untergrund ist, ich glaube, der war mal gelb, nicht wahr? Und das Kreuz schwarz, vielleicht nehmen wir dann schwarze Farbe, wenn wir schwarze haben. Ansonsten müssen wir das bunt machen. Bunt ist eigentlich auch schön. Ich finde bunt auch schön. Aber wie ist es denn richtig? Wenn ihr mir ein bisschen Farbe zur Verfügung stellt, werde ich auch etwas an die Wand malen. Kommst du denn auf einmal her? Schleicht sie sich immer so an? Ja, Citaril, ich habe das, was Liberia gesagt hat, gemacht und es war nicht angenehm. Ich leg mal meine Hand auf seine Schulter und sag, den Willen unseres Vaters durchzuführen ist nicht immer angenehm. Es erfordert einen starken Willen und jede Menge Mut. Und das freut mich. Und das macht mich traurig. Und das tut mir leid. Aber diese Bürde zu tragen ist uns auferlegt worden. Und es freut mich, dass du stark genug warst, seinem Willen Gehorsam zu schenken. Es ist nicht einfach. Aber man muss es. Wir haben es gelernt. Wir sind damit aufgewachsen. Es fühlt sich falsch an. Ja. Warum macht er, dass es vielleicht falsch anfühlt? Das, weißt du, ich, in der Nähe von meinem Himmel gab es ein Menschendorf. Mhm. So wie hier. Nur das Grüne war schön im Wald. Und, ja, ich war neugierig und ich bin da häufiger hingeflogen und die Menschen beobachtet. Mhm. Und da war ein Menschenkind, mit dem ich mich, ja, ich fand das, ich wollte auch mit so spielen, weil ich durfte nicht so spielen wie sie. Und dann habe ich rausgefunden, dass dieses ganze Dorf, das waren alles Ketzer. Was sind Ketzer? Leute, die gegen den Willen des Herrn sind. Die mit den Schrottbaronen gemeinsame Sache machen und wollten, dass das gegen uns arbeiten wollten. Die Templer haben... Ich tue mich noch schwer mit diesem Willen Gottes. Ich verstehe noch manchmal nicht genau, was da jetzt... Das widerspricht sich ein bisschen teilweise, finde ich. Das ist schwer zu verstehen, oder? Ja, ich weiß ja, was du meinst. Aber siehst du, ich fand das unfair, dass ich da nicht hin durfte, aber es war nur zu meinem Schutz. Es hat sich doof angefühlt, aber jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es genau das Richtige war. Ich war einfach nur nicht reif genug dafür, das zu wissen. Na gut. Ich sage, wir nehmen grüne Farbe. Ich glaube, das beißt sich etwas mit dem Gelb, aber das ist schon in Ordnung. Ich finde, Gelb und Grün passen gut zusammen. Schön, willst du mir helfen? Du bist da ein bisschen größer als ich, du kommst da an die Ecken. Du könntest den Kopf mal wieder neu machen. Warum macht mal der Kopf weg? Kopf? Ah. Weißt du, ich nehme mal so einen Tunke, so meinen Finger in die grüne Farbe und mach so den Kopf. Aber das... du weißt schon, dass das ein Zeichen, ein Warnzeichen ist? Was? Das ist doch kein Warnzeichen. Doch. Dann ist es das Zeichen der angelitischen Kirche. Siehst du, ich stelle mich mal ein bisschen breitbeinig und stelle die Flügel auf. Es steht ein Engel da. Ach so, nein, das siehst du falsch. Ich gucke ein bisschen Hilfe suchen zu den anderen Engeln. Nein, wovor soll es denn sonst warnen? Vor Material, was hier früher mal war. Also inzwischen ist es ziemlich überflüssig, aber früher hat das gezeigt, dass hier
so giftiges Zeug ist. Das haben meine Eltern mir zumindest so erklärt. Das macht Menschen krank. Dann haben wir es weggeräumt. Können wir das sehen? Puh, aber das ist gefährlich. Also ganz viele Kisten und auf jeder Kiste ist dieses Zeichen auch drauf. Die Kisten, die wir damals da in dem Berg gefunden haben, das waren nur Waffenkoffer, ne? Ja. Nur. Verglichen damit, ja. Das ist... Ich würde wirklich gerne wissen, was da drin ist. Dass Gift? Denkt, das ist ja davor... Nein, bestimmt nicht. Wenn es wirklich vor gefährlich diesen Zeichen, wäre, hätten wir das in meinem Himmel gelernt. Warum malt man ein angelitisches Kirchenzeichen auf Fässer mit Gift? Ja, das macht keinen Sinn. Nicht. Nein, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aus der alten Zeit stammt, dann kann es sein, dass die Menschen damals etwas falsch verstanden haben. Und sofern dieses Zeichen von früher unserem heutigen Symbol ähnelt, soll vielleicht zeigen, dass aus dem Gift der alten Welt etwas Gutes hervorgekommen ist. Was nicht bedeutet, dass wir irgendwelche Fässer, die aus der Vergangenheit kommen, einfach öffnen sollten. Aber wir sollten wenigstens wissen, was drin ist, oder? Nein, Inariel, das ist nicht unsere Aufgabe. Die Engel, die Flügel fallen so runter. Sverre flüstert so in dein Ohr so, sie kann ganz schön streng sein, oder? Mhm. Ich fange an zu malen. Inariel, aber später wirst du wissen, dass es gut für dich war. Guckt so ein bisschen zu Zitari rüber, so. War das richtig Blick? Er kriegt so das den bestätigenden Nicken so. Mhm. Guter Schüler. Ich werde dich noch retten. Vielleicht, mal sehen. Naja, malen wir es zu Ende. Ja, und nachher sieht der Turm wahrscheinlich wirklich, wie die Tava hier schreibt, bunt aus wie ein Jahrmarkt. Ja, wir versuchen es. Wir haben einfach viel zu wenig Material, um das irgendwie wirklich festlich zu machen. Aber gut. Es ist neue Farbe an der Wand. Das Zeichen ist übermalt. Sieht jetzt hübscher aus. Gut. Ein paar Blumen und wenn Muriel wieder da ist, riecht es auch ganz gut. Ja. Was macht Liberiel, während geschmückt wird? Die sitzt in der Nähe und schreibt dann der Predigt und taucht immer mal ab in die Kathedrale auf der Suche nach... sie selber hat wahrscheinlich nie eine Predigt geschrieben, sondern sucht irgendwie nach Verweisen von anderen Predigten, die sie dann zusammenstückelt und schön macht, sodass es irgendwie zum Anlass passt, um irgendwie die Menschen zurück zu Gott zu führen, in der Hoffnung, dass hier doch noch welche rettbar sind. Mhm. Aber zumindest Zitariel wird spüren, dass sie ziemlich zweifelt daran, dass hier genug zu retten sind. Also überhaupt. Außer die Kinder. Die klammert sie in ihren Gedanken immer aus. Weil die Kinder gehören geehrt. Und was macht Daniel? Schmückt er mit? Ja, Daniel wird wahrscheinlich erstmal noch eine ganze Weile mit Bänkerücken beschäftigt sein. Wahrscheinlich während Lyriel dann gerade anfängt, diese Kräuter zu verbrennen, sie mal fragen, meinst du, die Menschen hier sind diesen ganzen Aufwand wert? Lyriel guckt Daniel in die Augen. Er hat sie noch nie so ernst gesehen. Guckt ihn an. Jeder Mensch ist jeden Aufwand wert. Schau sie dir an. Sie nutzen Maschinen mit einer
Selbstverständlichkeit, die eigentlich ausgelöscht gehört? Meinst du, viele von ihnen werden kommen? Viele werden auf Vater bauen? Es ist neu für sie. Wir können nicht erwarten, dass sie uns sofort mit offenen Armen empfangen, wie verlorene Brüder. Und sie sind es nicht mehr anders gewöhnt. Wenn jemand lange kein Licht mehr gesehen hat, irgendwo eingesperrt war, dann kannst du ihn nicht in die Mittagssonne stellen. Das zerstört seine Augen. Du musst ihn langsam wieder daran gewöhnen, langsam daran heranführen. Sonst ist alles verloren. Eine sanfte Vorgehensweise ist das Einzige, was bei solchen, ich sag mal, Krankheiten funktioniert. Und die Maschinen, sie nutzen sie aus der Absicht heraus, Gutes zu tun. Daran kann ich nichts Schlechtes sehen. Mag die Technik selber so schlecht sein, wie sie will, die Maschinen selber so schlecht, wie sie wollen, aber die Menschen benutzen sie aus dem Willen heraus, Gutes zu tun. Wenn das, was hier geschieht, gut ist, warum hat Vater dann mich hierhin geschickt? Ich bin die reinigende Flamme Gabriels. Um sie vor dem nahen Brandland zu beschützen, vor den Kreaturen des Herrn der Fliegen. Glaubst du nicht, dass die Kreaturen vielleicht nur die zweitschlimmste Bedrohung in diesem Ort sind? Glaubst du wirklich, wenn dem so wäre, wäre das Fegefeuer so nah daran vorbeigezogen und hätte es nicht mitgenommen? Vielleicht hat es tatsächlich einen Sinn, dass das Fegefeuer diesen Ort verfehlt hat. Aber ich bin mir noch nicht sicher, welchen. Sicher sein können wir uns doch nicht. Ich finde, das Einzige, was wir tun können, ist, mit dem besten Wissen und Gewissen daran gehen. Niemanden verletzen wollen, jedem helfen, jeden heilen wollen. Sowohl von Krankheiten, wie in meinem Fall, als auch von schlechten Überzeugungen, die schlecht sind für, ihr Seelenheil und alles, was damit zusammenhängt. Aber das ist nichts wie ein Geschwür, was man einfach wegschneiden kann. Das ist wie eine... Sie ist wie eine Muskelschwäche. Du musst lange trainieren, um die Muskeln wieder aufzubauen. Naja, du vielleicht nicht. Aber die Menschen, wenn die zum Beispiel sich lange nicht bewegen konnten und wieder die Muskeln aufbauen wollen, das ist ein langer Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Genauso wäre unsere Situation hier zu beurteilen. Die Menschen haben den Glaubensmuskel verloren und den müssen wir wieder trainieren. Man kann nicht einfach einen riesigen Stein hochheben und schon ist er wieder da. Das geht nicht so einfach. Eine einzige Predigt kann keinen geschwächten Glaubensmuskel wiederherstellen. Eine Predigt kann das sicher nicht. Aber was bringt ein Training, wenn man nicht hingeht? Wenn bei uns in der Ausbildung jemand nicht zum Training erschienen ist, ist er danach verschwunden, wurde zurück zu Vater geschickt. Was?
in meinem Orden bestehen nur die stärksten, fleißigsten, ehrgeizigsten. Das ist in meinem Orden bestehen nur die, die gehorchen. Das ist doch grausam. Aber nur wenn man... Das heißt, du musstest zu jedem Training gehen und wenn es dir noch so mies ging? Er schaut dich ein bisschen irritiert an, weil er das Konzept mies gehen von Training und Muskelkater nicht kennt. Ja, aber also wenn du überhaupt nicht mehr konntest oder du lieber etwas lernen wolltest oder... Sie lassen uns abtauchen. Wenn du aufgetaucht bist, bevor sie es dir befohlen haben, warst du weg. Weil dir niemand gesagt hat, aufzutauchen. Aber das ist ja... Und, das ist für sie einfach zu schlimm und sie nimmt dich in die Arme, weil das kann sie sich nicht vorstellen, so behandelt zu werden. Das tut mir so leid. Das kennt Daniel definitiv nicht. Aber in ihm beginnt es dann auch so zu kribbeln, wie das damals da in der Gebirgskette schon mal war, als Juriel, ich glaube, kontrolliert hatte, ob mit ihm alles in Ordnung ist. Was meinst du, wie viel Zeit Roma Eterna uns gibt, diesen Glaubensmuskel zu trainieren? Jetzt merkst du, wie sie... Also sie hält dich immer noch fest und knickt irgendwie so ein bisschen oder fällt so ein bisschen in sich zusammen. Und ja, dann wird Dalia versuchen, das Lyriel aufrechtzuhalten. Ich fürchte, sie geben uns nicht genug Zeit. Ihr seid doch in der Halle, oder? Ja. Dann komme ich mal rüber, meine Hände sind grün. Und ist alles in Ordnung? Lyriel? Ja. Lyriel, also Lyriel löst sich jetzt so langsam wieder, stellt sich einen kleinen Schritt weg von Daniel und du merkst aber, dass sie dich nicht so wirklich anguckt und einmal kurz auf, in Richtung Gesicht packt und Das wird nachher eine schöne Predigt, du wirst sehen. Wir werden das hier schon hinbekommen, das ist ja unsere Aufgabe, oder nicht? Das stimmt. Lyriel hat gesagt, wir sollen den Glaubensmuskel dieser Menschen trainieren. Den Glaubensmuskel? Ja, ich habe versucht, es so zu erklären, wie ich es sehe. Es ist wie mit einem Muskel, der lange nicht trainiert ist, wenn man zum Beispiel bettlägerig ist. Und wenn man dann vielleicht sogar wieder laufen lernen muss, das kann nicht von heute auf morgen funktionieren. Und ich denke, genauso ist es mit dem Glauben der Leute hier. Sie haben ihn lange nicht genutzt, lange nicht trainiert. Okay, das verstehe ich. Ja, dann wir werden ja nicht morgen wieder gehen. Ist doch in Ordnung. Aber damit wir den Glaubensmuskel trainieren können,
müssen die Menschen auch zum Training kommen. Ja, das werden sie doch wohl. Schau mal, das Symbol ist neu. Ja, hat einen Kopf. Ich guck mir das wahrscheinlich recht schmierige, weil mit den Fingern gemalte an. Das hast du schön gemacht. Die Farbe gefällt mir viel besser. Dankeschön. Ja, was macht Citariel, während die anderen da so miteinander reden? Hört sie ihnen zu? Citariel hört die ganze Zeit zu. Sie hat fast nichts anderes getan, seitdem sie hier ist, außer zuzuhören. Sie wird Lyriel eventuell einen langen Blick zugeworfen haben, als sie in die Halle gehuscht ist. Der relativ nichtssagend ist. Ja, im Endeffekt wartet sie. Sie wartet darauf, entweder dass der Befehl von Roma Eterna kommt oder dass es halt Zeit wird, für die Andacht, mit der Andacht zu beginnen. Da. Ja, also Liberil hat ja auch nach Roma Eterna überbracht, dass ihr irgendwie auf eine Weisung wartet, ne? Wie ihr vorzugehen habt, ne? Ja. Während ihr dann da in den Saal schmückt, kommt tatsächlich Emily nochmal und schaut sich um. Oh, schön habt ihr es gemacht hier. Citariel? Ja. Kann ich dich unter vier Augen sprechen? Natürlich. Sie kommt so vom Dach wahrscheinlich runtergesegelt. Ich nehme an, sie spricht Latein mit mir, weil sie mich bisher noch nicht kommen sprechen gehört hat. Ja, also kannst du sie ja. Mhm. Mhm. Nun, gehen wir ein Stückchen. Ich würde den anderen geistig mitteilen, ich komme später wieder zurück und dann würde ich mich so zurückziehen, sodass halt die Verbindung zwischen allen aufhört und ihr gemeinsam alleine in einem Raum rumsteht. Läuft alles so, wie ihr euch das wünscht? Nun, ihr seid sehr hilfsbereit. Mhm. Das ist gut, denke ich. Es ist ein gutes Zeichen, ja. Schön. Sagt mir Bescheid, wenn einer aus dem Dorf euch Scherereien macht oder so. Das werde ich tun. Du sagtest zwar, dass du nicht die Aufgabe einer Anführerin bekleidest, aber ich erkenne einen, wenn ich ihn sehe. Oh, das ist der Ehre zu viel. Wir leben auf eine andere Art hier, wie du vielleicht gemerkt hast. Das ist mir jetzt offensichtlich geworden, ja. Ich frage mich, ob ihr diese Art akzeptieren könnt. So wie sie im Moment ist? Wäre ein Anfang? Ich fürchte, das wird uns nicht ohne weiteres möglich sein. Aber ich denke mir, das ist euch auch bewusst gewesen, oder? Ich kenne die Kirche. Ich habe lange für den Raguelsorden gearbeitet. Dann wirst du wissen, dass eure Zeit abläuft, nicht wahr? Euer Ankommen hier zeigt das, ja.
Wir sind nur der erste Stein, der in einen See geworfen wurde. Das ist mir bewusst. Und ich überlege die ganze Zeit, wie man die Zeit entweder verlängern kann oder wie wir überleben können. Und auf was für Lösungen bist du bisher gekommen? Auf keine. Aber ich möchte ehrlich mit dir sein, Citariel. Deswegen habe ich das Gespräch gesucht. Es ist unsere Art, hier miteinander ehrlich zu sein. Ich denke, das ist auch ein hohes Gut in deiner Kirche. Wenn ich mich richtig erinnere. Das ist es. Siehst du, dann bin ich ehrlich mit dir. Hältst du mich für jemanden, der verdorbenen Gedanken nachgeht? Können wir auf einer Ebene unter Gleichberechtigten miteinander sprechen, oder ist jedes Wort, das ich sage, was das in Frage stellt, an das du gewöhnt bist, sofort nichtig? Ich denke, dass ihr in einigen Bereichen den falschen Idealen folgt, aus den richtigen Gründen. Und welche Schlüsse ziehst du daraus? Können wir auf einer Ebene kommunizieren? Können wir uns gegenseitig vertrauen? Kann ich dir vertrauen und deinen Scharmitgliedern? Du kannst mir vertrauen, dass du in diesem Gespräch nur die Wahrheit von mir erfahren wirst. Das war ja nicht meine Frage. Und ich bin immer noch an Gottes Willen gebunden. Ich bin der verlängerte Arm der Kirche und als solcher habe ich zu dienen. Mhm. Verstehe. Es ist nicht ganz einfach, nicht wahr? Als Michaelitin Entscheidungen zu treffen. Nicht immer, nein. Du erkennst einen Anführer, wenn du ihn siehst. Siehst du im Spiegel einen Anführer? Nun, es ist das, was ich tun muss. Also ja, auch wenn es mir schwerfällt. Manchmal. Ich finde immer dennoch die Stärke, das zu tun, was getan werden muss. Das beantwortet aber nicht die Frage. Siehst du dich selber als würdigen Anführer? Oder ist es nur deine Aufgabe und du tust es einfach, ohne es eigentlich wirklich zu wollen? Ich tue, wozu ich da bin. Ich bin ein Anführer. Das ist meine Aufgabe. Also ist das, was die Aufgabe ist, das, was uns definiert. Und nicht das, wie wir sind. Ich weiß nicht, wie es beim Menschen ist. Aber bei Michaeliten ist es so. Es ist meine Aufgabe. Deswegen bin ich hier. Du weißt nicht, wie es bei den Menschen ist? Ich bin kein Mensch. Woher soll ich es wissen? Ich kann nicht in eure Köpfe schauen, so wie in die von meinen Brüdern und Schwestern. Wie willst du dann über uns urteilen können, wenn du nicht weißt, wie? Mit dem Vertrauen, dass Gott mir die richtigen Worte und Taten in die Hand gibt. Ich bin hier, um seinen Willen auszuführen. Ich halte mich an seine Gebote. Ich vertraue ihm. Und dadurch kann ich nicht fehlgehen. Verstehe. Wir beide ticken ziemlich ähnlich, glaube ich, Citariel. Wir wollen beide die schützen, die uns wichtig sind.
du die Kirche und ich mein Dorf. Und deine Worte sagen mir, ich bin nur der erste Stein, der geworfen wurde. Warte, bis der Große kommt nach mir. Das ist eine versteckte Drohung, nicht wahr? Ich würde es weniger als Drohung betrachten. Aber es ist eine Art Prophezeiung, ja. Hm. Und ich hoffe und ich bete, dass ihr, die ihr mit freiem Willen gesegnet seid, die richtige Entscheidung trefft. Denn Gott liebt auch euch. Und er möchte euch wieder in seinen Armen aufnehmen. Ich bin der Meinung, wenn es einen Gott gibt, dann stimmt das. In der Tat. Vielleicht hilft es deiner Entscheidungsfindung, wenn du mehr Informationen bekommst. Wenn du warum wir das so tun, wie wir es tun. Es muss verstörend für euch wirken, wie wir hier leben. Das habe ich schon mitbekommen. Das ist es in der Tat. Nun, Ludger und Sinen haben das alles hier mitgegründet. Und sie waren welche von euch. Nein, sie sind welche von euch. Ich fürchte, in diesem Punkt scheiden sich unsere Geister. Viele der Engel Raguels hat der Verlust ihres Himmels schwer getroffen. Sie sind verwirrt. Alles, was sie wollten, war, diese Gemeinschaft hier zu schützen. Das ist ein löbliches Anliegen. Das sehe ich auch so. Und es hat funktioniert. Bis jetzt. Ja, sie werden nicht mehr lange hier sein. Das ist richtig. Sie sollten auch schon längst nicht mehr hier sein. Ja, aber es war ihr eigener Wunsch, bis sie die letzten Kräfte verlassen, uns zu helfen. So wie es ihnen Gott diktiert hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott diese Art von Hilfe meint. Nun, dann stoßen zwei Engel mit zwei verschiedenen Interpretationen von Gottes Willen gegeneinander. Das ist richtig, aber Ludger und Sinen haben vor langer Zeit, so glaube ich, den Kontakt zur angelitischen Kirche abgebrochen. Das ist richtig. Was nicht gut ist. Aus der Sicht der Kirche. Nicht aus ihrer Sicht. Sie beschützt. Und ja. Sie beschützt viele Menschen. Ja. Und so wie ihr lebt, ist es gefährlich. Und hier sehen wir auseinander. Das mag gut möglich sein. Ich denke, du oder ihr werdet eine Entscheidung treffen müssen. Denn wo wir ehrlich miteinander sind, muss dir bewusst sein, dass ihr von nun an nicht mehr im Verborgenen leben könnt. Wir haben bisher auch nicht im Verborgenen gelebt. Wir leben unser Leben hier wie immer. Bis jetzt hat sich nur niemand von der Kirche für uns interessiert. Das hat sich ab dem heutigen Tage geändert. Und es war mir, und es war den beiden auch so bewusst, dass es passieren würde. Und sie wollten, dass das, was hier
existiert, nicht in die falschen Hände gerät und nicht missbraucht wird. Ich verstehe nicht, wie die Kirche das missbrauchen sollte. Ihr habt bisher überlebt. Nein, nicht die Kirche. Nein, ich spreche nicht von der Kirche. Die Kirche nutzt das, was hier ist, schon seit Jahren, wenn nicht schon seit Jahrhunderten. Das Land Raguels. Nein. Die Art Maschine, wie wir sie hier haben. Nun, bisher befand sie sich in den Händen der Raguliten. Richtig. Ich denke, sie werden sie erforscht haben, in gewisser Art und Weise, so wie es Gott ihnen aufgetragen hat. Sie haben sie nicht erforscht, sie haben sie erfunden. Und damit die Engel geschaffen. Soll ich es dir zeigen? Du wirst es mir sonst nicht glauben. Zieh mir mal eine Karte. Ja, Karte. Mal nichts. Das ist das sechste Arkanum, die Erzengel, aufrechte Bedeutung, Reinheit, Anziehungskraft, Beziehung, Neugier, Loyalität, Hingabe, Leidenschaft, Verbundenheit, Dualität, Attraktion, Ernsthaftigkeit, Offenheit, Sensibilität, Integration, Gleichheit, Romantik und Harmonie. Die Dualität ist definitiv vorhanden. Definitiv. Das ist so absurd, was sie da gerade Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr die Karten auf die Situationen passen. Das Problem ist, sie ist ja recht offen an die Situation angegangen, zum Thema Offenheit. Weil sie halt mit offenen Karten spielt und halt so ein bisschen an die Vernunft der Anführerin appelliert. Genau dasselbe macht die Anführung ja auch mit dir. Genau. Deswegen ist das eigentlich ein Gespräch auf Augenhöhe, was sehr, sehr gut ist. Vor allem, weil das Thema ja auch sehr sensibel ist, weil wir beide, ohne es auszusprechen, gerade über eine mögliche Auslöschung des Dorfes reden. Wir beide wissen, dass wir über eine mögliche Auslöschung des Dorfes reden. Aber gleichzeitig ist sie halt auch an ihren Kodex gebunden und an ihre Schar. Und Zitari wird das tatsächlich eine ganze Weile abwägen. Und dann wird sie sich zu Emily umdrehen. Und sie wird sie ansehen und sagen, und sie wird dabei wieder unterbewusst die Stimme benutzen, wodurch sie sehr ernst klingt, viel zu ernst für das, keine Ahnung, 12-jährige Mädchen, das sie körperlich darstellt. Da wir einander gesagt haben, dass in diesem Gespräch keine Lüge Platz finden soll, möchte ich dir einen Vertrauensvorschuss geben. Das ist schön. Und ich werde mir ansehen, was du für die Wahrheit hältst und meine eigene Entscheidung darüber treffen. Nichts mehr habe ich... Wenn ich es sehe, sind wir beide
auf der Suche nach einer Lösung. Nichts mehr habe ich von dir erwartet. Ich möchte dich nur mit allen Informationen bekannt machen, bevor du deine Entscheidung triffst. Solltet ihr versuchen, mich dort unten festzuhalten und einzusperren, wo auch immer du mich hinbringst? Keine Sorge. Das liegt nicht in meinem Interesse. Euch wird hier nichts passieren. Ich möchte es nur sagen. Vergesst nicht, dass wir, auch wenn wir klein sind, einige Kräfte in uns versammeln. Das ist mir bewusst. Wenn wir gegen euch vorgehen, wird es Blutzoll kosten und das würde ich auf keinen Fall wollen. Und ich denke, ihr auch nicht. Dann sollten wir gehen. Ich habe die anderen von diesem Gespräch ausgeschlossen. Und ich kenne einen gewissen Engel, der äußerst neugierig ist. Wir sollten verschwinden, bevor ihm auffällt, dass ich weg bin. Wir haben also nicht viel Zeit, willst du damit sagen? Genau. Und dann versuchen wir es in aller Schnelle. Und du weißt, jederzeit, dass es mehr gibt dort an Informationen, wo ich dich jetzt hinführe. Wo müssen wir hin? Folge mir. Und sie geht mit dir in ihr Haus. Mhm. Und dort in einen versteckten Keller. Und dort wirst du Technik sehen. Allerdings welche, wie du sie noch nie vorher gesehen hast, denn sie trägt tatsächlich die Insignien, also der Engelsorden, nicht nur des Raguels-Ordens, sondern aller Orden auf verschiedenen Dingen. Und das hast du auch, diese Technik hast du schon mal gesehen. Also es ist lizenziert, also für den Gebrauch für Eingeweihte bei den Rameliten zum Beispiel. Es gibt ganz wenige, die mit der vorsintflutlichen Technik noch umgehen dürfen und können, um sie zu studieren und zu wissen, worüber es sich handelt und so. Und ganz viel davon haben die Ragoliten halt gemacht. Aber es gibt halt in jedem Orden irgendwie so einen kleinen Zweig, der mehr Rechte besitzt als jemand anderes. Zetarin hätte wahrscheinlich noch niemals eins von den Dingern benutzt, aber du hast es schon mal gesehen, dass es existiert, auch in Roma Aeterna. Von daher ist es fremd, dass es hier in diesem kleinen Dorf im Keller irgendwo ist. Und es ist fremd, dass es einen Michaelsorden trägt. Und dann benutzt sie diese Art Maschine und ein Fenster flackert auf und zeigt Bilder, vorsintflutliche Geschehnisse. Und es werden Menschen in merkwürdigen Gewandungen gezeigt, die ganz genau mit, also du kannst den Ton nicht hören, weil es gibt keinen Ton, aber du kannst die Lippenbewegungen sehen, wie sie versuchen, was zu erklären. Und es müsste eigentlich Ton geben, aber den gibt es gerade nicht. Ich weiß nicht, inwiefern Zitariel gelernt hat, auch Lippen zu lesen in ihrer Ausbildung. Fragen wir den Würfel, um auch mal gewürfelt zu haben in dieser würfellosen Runde. Der Würfel sagt, ja, hat sie. Dann kannst du zumindest irgendwie ja, Teile davon, also es ist eine ganz komische Sprache, es ist nicht Latein, es ist nicht Kommen. Aber so ein Brocken aus dem Kommen kannst du halt übersetzen. Merkst dann, worum es geht. Jemand erklärt, was er da gerade macht. Und dann siehst du eine Maschine. Und du siehst große Vitrinengläser, in denen menschliche Körper schwimmen. Und dann wie Roboterarme sich bewegen auf diese Gläser zu und mit Spritzen diesen Körpern etwas injizieren. Und dann wird es ein Zeitraffer und du siehst halt, wie der Körper in dieser Vitrine sich verwandelt nach und nach, wie es ihm Flügelansätze wachsen und daraus ein kleiner Engel wird.
Und dann bricht das Bild ab. Zieh mir noch eine Karte. Mhm. Alles gut, nur Gesichtswürfel. Ja, ja, ganz gut. Okay. Umschalten. Oh je. Merkwürdigerweise auch ein bisschen passend, aber bin mal gespannt, was du draus machst. Das 13. Arcanum, der Tod in umgedrehter Bedeutung. Stillstand, Trägheit, Mutation und Verwandlung. Fuck. Limberia kriegt zu viel. Warum darf ich nicht dabei sein? Was mache ich denn jetzt damit? Die anderen können gerne helfen. Also das, dafür ist das System ja auch da. Man kann gemeinsam am Tisch entscheiden und interpretieren. Es muss nicht zwingend immer der Spieler oder die Spielerin machen, die die Karte gezogen hat. Aber alle sind ratlos. Ja, ich sag mal so, das ist schwer, da jetzt irgendwie zu helfen, ohne maßgeblich in den Charakter einzugreifen. Das, deswegen, also was ich interpretieren würde, wüsste ich, aber ich möchte halt nicht irgendwie reingrätschen. Das ist also eher vornehme Zurückhaltung. Ja, ich glaube auch Feder kann das. Ja. Außer sie braucht Hilfe. Ich hätte auch eine Interpretation. Wieder so dieser berühmte Moment, wo ich einfach ratlos im Raum stehe. Stillstand, ja. Trägheit, Schweigensparalyse. Aber beim Spieler hauptsächlich. Der Spieler ist gerade so, alles zu viel. Ja, ich glaube aber genau das ist ja auch, dass es in Time passiert, dass du da auch denkst, ja, was soll ich jetzt tun? Da finde ich den Stillstand sehr passend. Ja. Emily wird dich ansehen und wird sagen, in jedem Himmel stehen mindestens eine dieser Maschinen. Diese hier, die wir hier im Dorf haben, stammt aus dem Himmel der Rago-Eliten. Wir haben sie umgebaut, dass sie Menschen hilft bei Krankheit. Wir haben damit nichts Neues geschaffen. Sinan und Ludgar waren überzeugt davon, dass das nicht mehr richtig ist, nachdem das Fegefeuer über die Stadt ging. Ari starrt auf diesen dunklen Fleck, wo die Bilder eben gelaufen sind. Ich weiß, du denkst jetzt vielleicht, dass es eine Täuschung ist oder dass es nicht wahr ist, aber ich wollte es dir zumindest zeigen, warum wir das tun, was wir tun. Ich halte das nicht für eine Beeinflussung, sondern nur für die Wahrheit. Auch vom Herr der Fliegen kommen könnte. Ich habe diese Maschine selbst gesehen und gewartet im Raguels Himmel. Ich bin die Einzige, die hier noch weiß, wie sie funktioniert, außer Ludgar, Sverre und
Zinen. Wenn ich vergehe und sie weg sind, wird sie auch niemand mehr bedienen können und ich habe es bewusst niemandem weitergegeben. Wenn wir weg sind, wird auch die Hilfe für das Dorf sterben. Aber ich versuche, meine Leute darauf vorzubereiten. Und solange wie wir noch sind, helfen wir. Das ist unsere Aufgabe. Schütze die, die dir lieb sind. Und ich denke, das würde Gott, wenn es ihn gibt, auch sagen. Zumindest empfinde ich das als meine von ihm gegebene Aufgabe. Dann sollte dir bewusst sein, dass dieses Ding nichts ändert. Für mich schon. Das mag sein, aber du hast selbst gesagt, die Hilfe stirbt mit euch. Und es werden mehr kommen. Nicht, wenn ihr es verhindert. Das steht nicht in meiner Macht. Oh, doch, tut es. Du bist der Anführer. Es ist deine von Gott gegebene Aufgabe, diese Entscheidung zu treffen. Er hat dich genau an diese Stelle geführt. Um genau jetzt in diesem Augenblick zu entscheiden. Und zwar über die Wahrheit zu entscheiden. Dann hilf mir, Zeit zu kaufen. Versammel deine Leute. Komm zur Andacht. Und ich werde über das nachdenken, was du mir hier gezeigt hast. Sie nickt. Danke dir, Zitari. Dann dreht Zitaria sich wortlos um, faltet die Flügel wieder eng aneinander und würde den Raum verlassen. Ich finde, das ist eine schöne Schlussszene für heute, auch wenn wir noch nicht 2,5 Stunden voll haben, aber ich denke, das ist, geht jetzt nicht mehr höher, besser, schnecker irgendwie. Dann schauen wir mal beim nächsten Mal, wie das weitergeht. Ja, puh, ja, Coco Stark, du hast ja echt eine krasse Folge ausgesucht, um anzufangen. Also es, wie Tava schon schrieb, meiner Meinung nach lohnt sich das Nachgucken sowieso. Wenn du wissen willst, wie das alles angefangen hat, ja. Worauf das dann jetzt hinausläuft, weißt du dann ja schon. Ja, gleich den Mega-Spoiler von weg. Ja, puh. Spannende nächste Folge, Freunde. Haben wir vor dieser auch gesagt. So viel passieren. Ja, ich werde mich in den Augen von Liberiel vollkommen diskreditieren. Ich weiß nicht, ob ich... Erst habe ich so gedacht, oh, ich will nicht mit Feder wechseln und jetzt hier den Anführer spielen. Und habe ich gedacht, oder will ich doch? Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Aufgabe gerade. Ja. Yay! Lyriel würde jetzt gerne, glaube ich. Ja. Lyriel hat ihre Entscheidung ja vorher schon getroffen, hat das ja, ja vorher schon gemacht, also von, ja, ohne zu wissen, worum es geht. Ne? Also. Ja, wir werden gleich noch ein bisschen im Aftershow-Talk ein bisschen darüber quatschen. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei, dann könnt ihr mal könnt ihr das auch anschauen, wenn ihr das mögt und wollt und die Mittel habt. Ja, und
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da unterstützt an der Stelle. Das ist immer ganz schön. Und wenn ihr das nicht könnt und uns trotzdem unterstützen wollt, dann unterlasst uns einfach nachher unter dem YouTube-Video einen Kommentar oder so, denn das ist eigentlich noch viel cooler. Und ihr werdet auf jeden Fall irgendwie mitkriegen, was wir hier verzapfen alles. Genau. Inariel für Anführer, genau, richtig. Ja. Kannst du die Rolle gerne haben, ich will sie nicht. Furchtbar, nimm sie. Ja, die Runde ist merklich auf der Zielgeraden. Ich denke, noch ein, zwei Folgen werden noch kommen. Und dann ist die Geschichte erzählt. Und dann sind wir alle ein bisschen traurig und auch ein bisschen happy vielleicht. Je nachdem, wie es ausgeht, ich weiß es ja noch nicht. Ja. Hetzt nicht durch den Plan. In dem Tempo weitermachen. Ja, es ist auch völlig in Ordnung, wie es heute war. Ja. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt da draußen. Vielen Dank an euch, dass ihr den Driss mitmacht und dass ihr da so Spaß dran habt. Es freut mich, dass ihr euch da so reindenkt in eure Rollen. Und ohne euch wäre das Ganze hier sehr, sehr trist, glaube ich. Ich glaube, die richtigen Leute zusammengesteckt hier. Macht mir sehr viel Spaß mit euch. Gut. Falls ihr nicht genug kriegen könnt von Rollenspiel, ähnlich wie dieses, nicht genau das hier, aber ich glaube, ich bin der einzige deutsche Kanal, glaube ich, der gerade Engel spielt. Es gibt, glaube ich, bei Claudine gibt es, glaube ich, und bei Max Monster gibt es noch eine Engelrunde. Müsstet ihr mal nachgucken in den Weiten des Pen and Paper YouTube-Universums. Aber wenn ihr andere Rollenspiele noch gucken wollt, dann schaut doch mal auf dem Nordpol vorbei. Über Yamera ist die ganze Zeit die Adresse eingeblendet. Da findet ihr jeden Tag mindestens einen Stream, den ihr gucken könnt. Die großen Systeme sind natürlich vertreten, aber auch viele kleine Indie-Systeme, die auch mal einen Blick wert sind. Ne? Habt ihr gerade heute hier jetzt im Chat ja gesehen, der Coco Stark guckt einfach mal zu, obwohl er überhaupt keine Ahnung hat von dem, was das hier ist. Und ist, glaube ich, ein bisschen angetan. Hoffe ich doch, zumindest aus seinen Kommentaren herauszulesen. So, oh Mann, das war cool. Ne? Also das heißt ja, das ja. Positiv. Ja, also es lohnt sich auch, kleinere Systeme zu gucken. Und da seid ihr nämlich super richtig gut genau, wenn ihr dann auch mal auf dem Kanal von Katze und Wolf vorbeiguckt. Die spielen zwar nicht wirklich richtig krasse Indie-Systeme, aber Systeme, die etwas kleiner und unbekannter sind. Und legen da einen kleinen Fokus drauf auf ihrem Kanal. Und was macht ihr da gerade zur Zeit und wann geht's weiter? Augenblick ist so ein bisschen Sommerpause, halbwegs zumindest. Aber was aktuell bei uns zu finden ist, was läuft, das ist eine Kampagne Werwolf 1994 in St. Petersburg. Da sind unsere Charaktere gerade dabei, auf dem Weg zu einem Rudel zu werden. Beim nächsten Mal steht eine Septenversammlung zum Vollmond an. Dann findet man eine Wechselbike-Kampagne 1707 in der Karibik derzeitig. Da sind die Charaktere dabei, ein Schiff flott zu machen und eine Insel zu verlassen, um ihren Verfolgern zu entkommen. Denn sie haben etwas an sich gebracht, das auch andere gerne haben wollen. Und das entscheidend sein könnte für den Fortbestand der Welt. Und es laufen mehrere Kurzabenteuer im System Siebente See, weil Hotney und ich beschlossen haben, dass wir alle offiziellen Siebente See-Abenteuer, die es so gibt, einmal durchzocken. Und da sind wir noch dabei. Und da wird es auch jetzt wirklich am Freitag, also morgen, weitergehen mit dem zweiten Teil von der Burg. Ein Kurzabenteuer, das in den Eisenlanden spielt und sich mit den Mysterien einer Burg in einem Wald beschäftigen. Genau, morgen Abend 20 Uhr bei uns auf dem Twitch-Kanal von Katze und Wolf. Prima, mehr Mantel und Degen wollen wir sehen. Ja, genau. Prima, also schaut mal vorbei auf dem Kanal. Ich habe ihn euch hier verlinkt in den im Chat, falls ihr das jetzt auf YouTube schaut. Ich sollte mir mal angewöhnen, auch die Kanäle von euch auch mal unten drunter zu schreiben. Ich glaube, das werde ich nachher mal rein editieren, ja. Und dann könnt ihr da in der Videobeschreibung auf den Link klicken
Und ansonsten Katze und Wolf findet man aber auch, wenn man auf Twitch und YouTube die Sachen reingibt. Die sind ziemlich gut vernetzt inzwischen schon. Oder er schaut nach auf dem Nerdpol lang, das ist natürlich auch angekündigt. Ja, der D-Rex hat auch einen eigenen Kanal, der momentan irgendwie aus verschiedenen Gründen ein bisschen ruhiger ist. Aber irgendwann wird da sicherlich auch wieder ein bisschen was kommen. Und ihr könnt da zum Beispiel ein ganz cooles Indie, also Anführungsstrichen Indie-System schon sehen. Ich glaube auch einer der wenigen deutschen Kanäle, die Hexen mal bespielt haben. Und eine sehr coole Runde hat der D-Rex da. Gibt es da irgendwie was du ankündigen kannst? Ich werde jetzt erstmal den hoffentlich letzten Umzug dieses Jahres für mich hinter mich bringen. Und dann möchte ich auch meinen Kanal mal wiederbeleben. Hab da schon ein paar Pläne. Und wenn die Terminfindung funktioniert, könnte sich da vielleicht sogar was thematisch zu Halloween anbieten. Oh, da warten wir dann alle ganz gespannt drauf. Ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ja, also. Ja. Drückt mal den ganzen, dem D-Rex mal die Daumen, dass das alles reibungslos läuft und wieder eine Geschichte mehr erleben können auf einem anderen Kanal. Genau. Apropos Geschichte mehr erzählen, Feder, auf deinem Kanal gibt es auch Geschichten, ne? Ja, immer mal wieder. ja, Terminfindung für die Wechselberg-Kampagne läuft. Das ist immer noch schwierig. Aber wir geben nicht auf, wir finden einen Termin und jetzt das Letzte, was wir tun. Alle wollen weiterspielen. Es ist nur das Real Life und Dinge, die dazwischen kommen. Und ja, ansonsten gibt es ab und zu mal ein Zeichenvideo. Jetzt vor kurzem gab es erst wieder eins und wahrscheinlich werde ich irgendwann nochmal eins machen. Ansonsten sind im Moment mehrere Kurzgeschichten in Arbeit zu diversen Runden, in denen ich mitspiele. Von denen eine vielleicht sogar nächste Woche rauskommt. Da müssen wir mal gucken, wie das so läuft mit dem Schneiden und Bearbeiten und Co. Ja, es wird spannend, hintergrundlastig, vor allem was die Charaktere betrifft, die ich spiele. Einer durchgeknallt als der andere. Ja, es wird bestimmt lustig. Also meistens hoffe ich, dass das, was ich verzapfe, irgendwie lustig oder interessant ist. Dementsprechend bleibt dabei, schau mal, was draus wird. Alles klar. Also schaut aber Feder vorbei. Ja, Loki Swipe hat keinen eigenen Kanal, aber ich weiß zumindest, dass man sie auf dem Kanal von Kagrim sehen kann. Also wenn ihr müsst ihr mal suchen nach Kagrim auf YouTube. Da spielt Loki Swipe nämlich zusammen mit dem D-Rex auch eine Runde Die schwarze Katze. Ja, ein Ableger aus dem bekannten aventurischen System, was in Deutschland so einen schweren Stand hat. Ja, es macht immer wieder sehr viel Spaß, eine Katze zu sein, alles runterschmeißen zu können, ohne, okay, es hat Konsequenzen, aber ich schmeiße einfach alles runter. Weil, also wenn man was auf eine Ecke stellt, dann ist es ja wohl auch da, dass man es runter... Also ich, naja. Gut. Ja, genau. Nächste Woche Donnerstag müsste es schon weitergehen, ne? Ja, genau. Nächste Woche Donnerstag geht's weiter. Also haben wir auch nochmal schön Werbung für den guten Kagrim gemacht. Den habe ich leider jetzt hier nicht als Link zur Verfügung, aber auch den verlinke ich dann unten drunter auch nochmal. Dann findet ihr den auch. Genau. So, ja. Dann nochmal vielen Dank fürs Zugucken. Bitte kommentiert uns drunter, wie ihr es fandet und so und lasst uns ein paar liebe Worte da und dann sehen wir uns hoffentlich in 2 Wochen wieder und schauen, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.